Am Rande unserer Stadt gibt es eine kleine, heruntergekommene Tankstelle, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche geöffnet ist. Wenn man sie betritt, kann man Reihen von Chips, Keksen, Dosenfleisch und anderen eingelegten Kuriositäten sehen. Seltsamerweise fehlen die Verfallsdaten bei den Konserven. Vielleicht wurden sie vor Jahren beim fehlgeleiteten Versuch, den Lagerumschlag zu kontrollieren, weggefeilt. Ein uraltes, ausgeblichenes, frisch gewischt Schild verdeckt einen großen Riss am Fuß des Kühlregals, dort wo Lagen über Lagen von verschütteten, klebrigen Flüssigkeiten eine Miniaturteergrube gebildet haben und unzählige Insektenleichen und manchmal das ein oder andere Nagetier beherbergen. Niemand hat sich bisher über die Ästhetik beklagt und durch eine an das Übernatürliche grenzende Vorsehung hat der Gesundheitsinspektor immer wieder seinen Segen gegeben, wobei er den schwachen Geruch des geheimnisvollen chemischen Cocktails, der das charakteristischste Merkmal des Gebäudes ausmacht, immer freundlich ignoriert hat. Der Geruch ist wesentlich auffälliger als das ständige Brummen der Slushy-Maschine, die in den 70ern eingebaut und seitdem nicht mehr gewartet wurde, oder die zufälligen Gebiete kalter und warmer Luft, die einen zu verfolgen scheinen, und es ist nervtötender als die mutierte Waschbärfamilie, welche im Zwischenraum hinter der Klebefalle lebt. Jedenfalls vermuten wir, dass sie mutiert sind. Mindestens aber so inzüchtig, dass es zu genetischen Deformationen und geistiger Behinderung geführt hat. Das Alpha-Männchen, ein muskulöser, fast 1 Meter großer Hurensohn namens Rocco, wurde mehrmals dabei beobachtet, wie er auf den Reifen von Autos herumgekaut hat, und er wurde inzwischen mindestens 2-mal überfahren und ist jedes Mal wieder aufgetaucht. Der über allem hängende Geruch, eine süße Kombination aus Geißblatt, Ammoniak und Erbrochenem, wurde nie eindeutig identifiziert, aber die vorherrschende Theorie ist, dass er aus dem Untergrund kommt und durch die dünnen Risse im Beton, die sich mit jedem Jahr unter architektonischem Ächzen ausbreiten, eindringt. Der Geruch ist am stärksten direkt, nachdem es geregnet hat, und ist, wenn man den Abflüssen für die Regenrinnen zu nahe kommt, so stechend, dass einem die Tränen in die Augen schießen. Nicht mal Rocco und seine Bande trauen sich daran. Wenn man jetzt also die Tankstelle betritt und Glück hat, sieht man vielleicht den Toiletten-Cowboy. Das ist so eine Art lokale Legende hier in der Gegend. Er taucht immer dann auf, wenn du alleine bist und es nicht erwartest. Was ihn aber wirklich legendär macht, sind die Geschichten, die die Leute nach einer angeblichen Begegnung erzählen. Diese reichen von ziemlich merkwürdig bis unglaublich bizarr. Da war zum Beispiel der Kerl, der letzten Monat pinkeln ging, aber sich umentschied, als er den Cowboy neben dem Urinal stehen sah, in einer Montur aus Staub, Mantel, Bandana, Stiefel und Chaps, wie er dabei war, Ballontiere zu verteilen. Oder das eine Mal ein paar Wochen später, als ein anderer Kunde die gleiche Toilette betrat und einen Mann sah, der nichts als einen Cowboyhut, Boxershorts und Stiefel mit Sporen trug und eine Axt auf einer altmodischen Steinschleifscheibe schliff. Als er eintrat, hörte der Cowboy mit dem Schleifen auf, sah ihn mit einem Lächeln an, kippte seinen Hut und sagte: "Komm schon, Mann, mach ruhig weiter." Aber mach dir keine Sorgen, wenn du das Glück haben solltest, den Cowboy zu sehen, der das Klo vielleicht heimsucht. Er ist harmlos und in der Tat meistens ziemlich höflich. Ehrlich gesagt scheint er kein so schlechter Typ zu sein, insbesondere wenn man ihn mit den anderen Dingen vergleicht, die hier so vor sich gehen. Manchmal kriegt man beim Reingehen plötzlich Zahnschmerzen. Das ist eigenartigerweise ein recht häufiges Phänomen, welches niemand so wirklich versteht und das nach ein paar Stunden von alleine verschwinden sollte. Da ich als einziger Vollzeitbeschäftigter fast immer hier bin, stehen die Chancen gut, dass du beim Reingehen mich an der Kasse sitzen siehst. Vielleicht erwischst du mich dabei, wie ich in einem Buch versunken bin, weil aus unbekannten Gründen das Internet hier draußen nicht funktioniert und der Handyempfang von kritisch bis nicht existent reicht. Falls du jemanden anrufen musst, kannst du entweder draußen auf einen der Hügel rauf, vorzugsweise in Richtung der Stadt zurück, da die Alternative dich in den Wald bringt und du wirst gar nicht wissen, aus wie vielen Gründen das keine gute Idee ist. Oder du kannst für 25 Cent die Minute die Festnetzleitung benutzen. Die Regelung haben sich ja die Besitzer ausgedacht und ich muss sie tatsächlich auch durchsetzen, weil sie sich die Verbindungsnachweise anschauen. Tut mir leid. Also, wenn du dann hier bist, dann sei bitte nicht beleidigt, wenn ich kein Gespräch mit dir anfange. Wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich nämlich nicht immer, ob die Personen, die durch die Türe kommen, echt sind oder nicht. Und wenn ich die Existenz von jedem, der auch nur eine echte Person sein könnte, anerkennen müsste, würde ich vermutlich den Verstand verlieren. Und wir brauchen nicht noch mehr von der Sorte hier. Also ich schätze, der Punkt, den ich versuche zu machen, ist dieser. Mir passieren sonderbare Dinge hier in der heruntergekommenen Tankstelle am Rand der Stadt. Ich wünschte, ich
könnte dir jetzt das Seltsamste erzählen, was hier je passiert ist. Aber ich bezweifle, dass ich mich jemals für eine Geschichte entscheiden könnte. Es sind einfach zu viele. Ich habe zum Beispiel bei 3 verschiedenen Gelegenheiten insgesamt 4 Särge hier im Laden gesehen. Und ich habe mindestens 1 Dutzend Leute getroffen, die aus den Wäldern in Richtung Stadt zurückirrten und behaupteten, sie seien von Außerirdischen oder Regierungsverschwörern oder dergleichen entkommen und dass sie kein Geld hätten, aber unbedingt einen Anruf machen müssten und ob ich sie nicht bitte unser Ladentelefon benutzen lassen könnte, bevor sie finden würden. Aber Regeln sind Regeln und ich bin nicht geneigt, meinen Job zu verlieren, nur weil ihr es nicht geschafft habt, mit etwas Kleingeld zu entkommen. Ach, und dann gab es da natürlich noch Farmer Brown. Ja, das ist sein richtiger Name. Der sich über das Tierfutter beschwerte, das wir für ihn bestellt hatten. Er bestand darauf, dass etwas mit dem Produkt nicht stimmte, weil, wie er es ausdrückte, alle seine Tiere plötzlich menschliche Gesichter bekommen hatten. Wir konnten uns dann mit ihm arrangieren, indem wir ihm einen großen Rabatt auf seine nächsten paar Einkäufe gegeben haben. Relativ bald darauf hat er aufgehört, vorbeizukommen und man hat ihn, beziehungsweise das, was von seinem Körper übrig war, im Schlafzimmer seines Bauernhauses gefunden, welches von innen verschlossen war. Soweit ich weiß, wissen sie immer noch nicht, was dort vorgefallen ist. Wie auch immer, ich schätze, ich kann später nochmal vorbeischauen, um 1-2 Geschichten zu erzählen. Aber jetzt muss ich mich erstmal für die Arbeit fertig machen. Am Rande unserer Stadt gibt es eine heruntergekommene Tankstelle, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und manchmal auch länger geöffnet hat. Und wenn man sie betritt, fällt einem vermutlich der müde Kassierer auf, welcher an der Kasse sitzt und sein Bestes gibt, sich nur um seine Angelegenheiten kümmern zu müssen. Er ist echt. Manchmal sieht man auch jemand anderes, manchmal vielleicht etwas anderes. Und falls du an der Echtheit von irgendjemandem oder etwas, inklusive dir, in diesem kleinen, von Ammoniakgeruch erfüllten Sammelsurium von Billigmarken, Junkfood, Dreck, 4 Wänden und einem Dach interessiert bist, dürfte ich dir empfehlen, dich am Kassierer zu orientieren und dich um deine eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Ich arbeite in der Tankstelle quasi ununterbrochen seit meinem Schulabschluss und an diesem Punkt glaube ich, dass ich nicht mehr kündigen könnte, selbst wenn ich es wollte. Vor kurzem hat mir ein Arzt empfohlen, ein Tagebuch zu führen und nach reiflicher Überlegung habe ich mich dazu entschieden, es zu versuchen. Ist ja nicht so, als würde irgendeine der traditionellen Behandlungsmethoden etwas bringen. Aber genug von mir. Widmen wir uns wieder der interessanten Sache, der Tankstelle. Ich habe letzte Nacht einen großen Teil meiner Schicht damit verbracht, zu entscheiden, mit was ich dieses Tagebuch beginnen soll. Womit kann ich anfangen, damit das überhaupt Sinn ergibt? Wie kann ich jemanden die Tankstelle erklären, der sie noch nie selbst erlebt hat? Ich habe schon früher versucht, ein paar meiner Geschichten zu erzählen, von daher weiß ich, was ich zu erwarten habe. Die Leute glauben einem nicht, oder? Sie wollen einem nicht glauben. Ich erinnere mich noch gut an die Probleme, die ich letztes Jahr hatte, als ich die Polizeistation angerufen habe und versucht habe, der Neuen zu erklären, dass gerade ein halbes Schwein in den Laden eingebrochen war und Amok lief, dabei alle möglichen Dinge zerbrach und mit der Stimme einer alten Frau schrie. Ja, ein halbes Schwein. Ja, ein Schwein. Die vordere Hälfte. Nein, das ist kein Witz. Ich bin an der Tankstelle. Was meinst du damit, welche Tankstelle? Ist das dein erster Tag oder was? Ja? In dem Fall kann ich bitte mit jemand anderem sprechen. Sie hat mich dann endlich zu Tom durchgestellt. Er ist der Hilfs-Sheriff, der vor all den Jahren den kurzen Strohhalm gezogen hat und im offiziellen Tankstellendienst gelandet ist. Das war, bevor sich seine Haare weiß gefärbt haben. Er war schon oft genug hier, dass es ausreicht, wenn ich ihm sage, halbes Schwein, es hört nicht auf zu schreien und ich kann es nicht einfangen. Dann schnaubt er, murmelt etwas davon, das wäre ziemlich seltsam. Und dann fährt er her und hilft mir, es zu fangen. Tom ist ein guter Kerl. Ich habe dann im Anschluss herumgefragt, aber niemand wusste, wo das Schwein hergekommen sein könnte. Farmer Brown, der dann noch am Leben war, kam vorbei, um einen Blick darauf zu werfen und seine fachmännische Meinung abzugeben. Laut ihm war das Schwein irgendwie in der Mitte zerhackt worden, aber auf wundersame Weise wurde keines der wichtigen Organe getroffen. Nichts Übernatürliches, nur wirklich ungewöhnlich. Es wurde dann den Sommer über als eine Art Maskottchen in der örtlichen Grundschule gehalten, bis ein Wissenschaftler und sein Team aus dem Norden der Schule $1000 für es anbot. Für die Wissenschaft, glaube ich. Aber ich will ja nicht groß rumschwafeln. Der Punkt ist, dass einige dieser Geschichten nur schwer zu glauben sind, wenn man nicht mindestens einmal an der Tankstelle war. Aber vielleicht wart ihr das ja schon.
Wir sind die einzige Tankstelle im ganzen Umkreis und nah genug an einem Autobahnkreuz. Wenn ihr also jemals in einem euch unvertrauten Teil des Landes unterwegs wart und ihr euch verfahren habt, kann es durchaus sein, dass ihr euch an meiner Tür wiedergefunden habt, um Benzin aufzufüllen oder nach dem Weg zu fragen. Falls ihr eine seltsame Erinnerung an einen verrückten Ort habt, die scheinbar nicht wirklich Sinn macht, dann besteht die Chance, dass wir uns getroffen haben. Die Nachtschicht auf jeden Fall war schon weit vorangeschritten, als ich mich entschloss, einfach mit dem Schreiben anzufangen. Ich machte mir Notizen über das, was passierte, schrieb ein paar meiner seltsamen Erinnerungen auf, beschloss aber bewusst, die Geschichten wegzulassen, die so unglaublich waren, dass ich nicht mal die Zeit der Leute damit verschwenden möchte. Ich nenne sie ja die Versuch- und Vergiss-Geschichten. Ich war gerade daran, alles in einem Buch mit Quittungspapier zu schreiben, als mich Carlos unterbrach. Carlos ist einer der Teilzeitbeschäftigten an der Tankstelle. Wir haben ja eine ziemlich lange Liste von Teilzeitbeschäftigten. Die Besitzer stellen gerne Durchreisende, Herumtreiber, Anhalter und Leute, die von zu Hause weggelaufen und auf der Suche nach ein paar Tagen Arbeit sind, ein. Ich versuche mich nicht mit den Teilzeitlern anzufreunden, denn die kommen und gehen nach ein paar Tagen oder manchmal ein paar Wochen und bleiben selten lang genug, um irgendeine Form von nennenswerter Beziehung mit ihnen aufzubauen. Aber dann ist da Carlos, der seit fast einem Jahr hier arbeitet. Er war Teil des Arbeitsentlastungsprogramms des Gefängnisses, welches zweimal die Woche Lastwagen entladen hat und der einzige der 12 Gefangenen, die nicht während eines Schneesturms im letzten Dezember verschwunden ist. Aber das geht mir nichts an. Carlos hat seine Zeit abgesessen und nachdem sie ihn entlassen haben, kam er direkt hierher, um zu arbeiten. Er putzt den Laden und entlädt die Lastwagen. Er kommt 6-mal am Tag vorbei für jede seiner 30-Minuten-Schichten und jetzt, wo ich so darüber nachdenke, bin ich mir nicht ganz sicher, was genau er während seiner Schichten macht. Der Laden ist nie sauber und Lastwagen kommen nur 2-mal die Woche und dann nur bei Tageslicht, wie wir es nach dem Zwischenfall vereinbart haben. Ach, vielleicht frage ich Carlos eines Tages, was er eigentlich für die Besitzer macht. Alles, was ich weiß, ist, dass er hier draußen am ehesten etwas ist, das ich als Freund bezeichnen würde. Als Carlos also gestern Abend zu meiner Kasse kam, wusste ich, dass etwas Ungewöhnliches vor sich gehen musste. Er schwitzte, war blass und am Rande einer Ohnmacht. Er sah sich immer wieder nach dem Mann im Anzug um, der hereingekommen war und an der Slushy-Maschine stand. Er meinte, dass wir reden müssten. Jetzt. Ich sagte ihm, hör nur zu. Aber er weigerte sich, etwas zu sagen, bevor ich ihm nicht in die Gefrierkammer gefolgt bin. Ich hasse es ja, den Ladenbereich unbeobachtet zu lassen. Wir haben den gelegentlichen Laden lieb und Rocco kam einmal rein und machte sich mit 2 Kisten Zigaretten davon. Aber Carlos schien es ernst zu sein, also machte ich eine Ausnahme. Als wir in der eiskalten Sicherheit der Gefrierkammer waren, fragte mich Carlos, ob ich den Typen im Anzug gesehen hätte. Ich sagte, ja, ich habe ihn gesehen. Er fragte mich, ob ich ihn kennen würde und ich sagte, ja, ich habe ihn schon in der Stadt gesehen. Sein Name war Kiefer und er bewarb sich für irgendein Amt. Ich weiß nicht mehr genau welches. Und er kam ab und zu in der Tankstelle vorbei, fuhr einen schwarzen alten SUV, der nur Super nahm. Abseits vom Sehen kannte ich ihn nicht gut, wusste aber, dass er aus der Gegend kam. Sein Bild war im Trophäenschrank meiner Highschool eingerahmt, für irgendeinen Sportwettstreit, den er Jahre bevor ich dort zur Schule ging gewonnen hatte. Wir haben hier draußen nur ein paar Dinge, auf die wir stolz sein können, schätze ich. Ich wusste also von Kiefer, aber wir waren nicht wirklich das, was man Bekannte nennen könnte. Ich habe das alles so Carlos erzählt, der daraufhin nur seinen Kopf schüttelte und sagte, nein, das kann nicht Kiefer sein. Ich fragte ihn, warum nicht? Und Carlos sagte mir, das kann nicht Kiefer sein, denn Kiefer ist seit 2 Tagen tot, seine Leiche ist im Kofferraum meines Autos. Und da fing es an, seltsam zu werden. Es war insgesamt eine sehr seltsame Nacht zwischen den Handpflanzen, Farmer Junior und dem Kultisten, der mich nicht in Ruhe ließ. Hatte ich kaum Zeit, meine Gedanken zu sammeln. Und natürlich gab es auch noch diese Carlos-Situation. Ich verspreche, ich bin bald wieder da und erzähle dann alles, aber zuerst muss ich mir einen Kaffee holen. Es gibt Zeiten, in denen diese Welt so nah an die Nähte der Realität herankommt, dass ich etwas hören kann, das mich von jenseits dieses Schleiers ruft. Und manchmal, wenn ich zu nahe komme, kann ich spüren, wie dieses Ding auf der anderen Seite an den Winkeln meines Geistes zerrt. Ich mache mir Sorgen um Carlos. Er scheint nicht so gut mit der Situation klarzukommen. Oh, falls ihr es noch nicht wisst,
Ich arbeite an der heruntergekommenen Tankstelle am Rande unserer kleinen Stadt und es passieren hier seltsame Dinge, solange ich mich zurückerinnern kann. Ich habe endlich damit angefangen, einige meiner Geschichten zu erzählen und falls ihr es verpasst habt, würde ich euch bitten, euch Teil 1 und 2 anzuhören. Auf jeden Fall. Als ich gestern nach dem letzten Teil zurück bei der Arbeit war, war ich erfreut, einen Stapel Quittungspapiere mit Notizen in meiner eigenen wackeligen Handschrift auf der Kasse zu finden. Ich erinnere mich nicht, dass ich all diese Notizen geschrieben habe, aber andererseits gibt es eine Menge Dinge, an die ich mich nicht erinnere. Es ist möglich, dass ich einfach zu hart arbeite. Oder vielleicht spielen mir auch die Dämpfe, die von unterhalb der Tankstelle kommen, einen Streich. Oder vielleicht ist es einfach nur ein anderer Nebeneffekt meines Zustands. Wie auch immer, ich bin jemand, der einem geschenkten Gaul nicht ins Maul schaut. Oder irgendeiner anderen tierischen Körperöffnung, was das Thema angeht. Zugegeben, meine Handschrift ist nicht die beste und manchmal werden die Kritzeleien auf dem Quittungspapier echt unleserlich. Sollte also irgendetwas hier unglaubhaft wirken, dann liegt das vermutlich daran, dass ich es falsch abgeschrieben habe. Behaltet das im Hinterkopf, während ihr euch meinen besten Versuch einer Abschrift anhört. 7 Uhr. Es wird früher dunkel an diesen Tagen. 7.30 Uhr. Farmer Junior kam heute Abend an die Tankstelle und fragte nach den Handpflanzen. Ich sagte ihm, dass sie nicht mehr da seien. Er hinterließ seine Telefonnummer auf der Rückseite eines Gutscheins für 15% Rabatt auf Schweinemastfutter von einem Online-Einzelhändler. Ich glaube, er versucht mir damit eine Botschaft zu schicken. 9 Uhr. Ich glaube, einige Kinder spielen mir einen Streich. Ich habe einen Gartenzwerg hinter den Schweineschwarten gefunden. Ich habe nicht viel darüber nachgedacht und ihn in eine Kiste hinter der Theke gesteckt, aber dann habe ich noch einen weiteren, dazu passenden Gartenzwerg im Getränkeregal gefunden. Ich habe den ebenfalls in die Kiste gesteckt. Es hat bis zum dritten und vierten Zwerg gedauert, bis ich zum Schluss kam, dass etwas nicht stimmte. Ich habe den Müll rausgebracht und habe die Zwerge aufgereiht auf dem Ast eines Baumes stehend beim Müllcontainer gefunden, wie sie auf mich heruntergestarrt haben. Wie eine Reihe Wasserspeier. Ich habe einen Stuhl und einen Besen benutzt, um sie von da oben runterzustoßen und sie dann in die Kiste mit den anderen dreien zu stecken. Als ich zurück zu meinem Tisch gekommen bin, habe ich da deine Notiz auf meinem Stuhl gefunden, auf der stand in roter Tinte: Ich bin in den Wänden. Keine Ahnung, wer das geschrieben hat, aber das Papier riecht nach Orangen und Frangipani. 10 Uhr. Es kommt ein seltsames Kratzgeräusch von den Fliesen über der Kasse. Ich fürchte, dass Rocco und seine Brude wieder in das Gebäude eingedrungen sind. 11 Uhr. Farmer Junior rief den Laden an und fragte nach den Handpflanzen. Ich versicherte ihm, dass sie nicht mehr da sind und wenn sie wieder auftauchen würden, würde ich ihn anrufen. Ich glaube, dass er langsam vermute, dass ich ihn anlüge. 12 Uhr. Einer der Kultistenneulinge kam aus der Gemeinde im Wald. Sie hassen es, wenn ich sie Kultisten nenne. Ich weiß, dass die Neulinge nicht mit der Außenwelt interagieren sollen, aber von Zeit zu Zeit schleichen sie sich in die Stadt, nie weiter als bis zur Tankstelle, um Zigaretten zu kaufen. Sie dürfen eigentlich auch nicht versuchen, neue Mitglieder zu rekrutieren, bis sie den ehrenhaften Status eines Senior-Kultisten erreicht haben. Aber dieser hier ist kein sehr guter Kultist. Ich weiß, dass sie eigentlich keinen Namen haben sollen, aber ich nenne den hier Marlboro. Ihr dürft raten, warum. Marlboro blieb mindestens eine halbe Stunde im Laden und versuchte mich zu überreden, mit ihm in den Zwinger zurückzukehren. Sie hassen es, wenn ich hier zu Hause einen Zwinger nenne. Er versuchte, an meine logische Seite zu appellieren, aber ich ließ ihn höflich, aber bestimmt wissen, dass ich nicht an Logik interessiert war. Ich kann mich nicht erinnern, wann er gegangen ist. 2 Uhr. Ich bin wieder beim Graben zu mir gekommen. In langsamen Nächten lasse ich ab und zu meine Gedanken treiben. Mein Verstand verkrümelt sich dann irgendwohin und wenn ich wieder zu mir komme, frage ich mich, wo ich gerade war. Wer hat meinen Körper kontrolliert, während ich weg war? Ich meine, mein Körper hat diese Dinge ja schon so oft gemacht, dass ich glaube, dass er gelernt hat, wie man sie auch ohne mich macht. Mein Körper hat die Zigaretten wieder aufgefüllt, mein Körper hat die gefrorene Getränkemaschine gedreht, mein Körper hat den Schimmel von den Böden der Eiskübel abgekratzt. Mein Körper hat die Rattenfallen geleert und irgendwo auf dem Weg hat mein Körper eine Schaufel gefunden, ist rausgegangen und hat angefangen, ein Loch zu graben. Eigentlich sollte ich nicht sagen, dass mein Körper angefangen hat zu graben. Ich habe, oder besser gesagt, mein Körper hat dieses Loch in den letzten Monaten immer weiter gegraben. Normalerweise komme ich nach ein paar Schaufelfüllungen zu mir. Diesmal habe ich es aber 30 cm tiefer geschafft, bevor ich in die Realität zurückkam und mich gefragt habe, was zur Hölle ich hier eigentlich mache. 3.30 Uhr.
Ich habe gerade eine Tür am Ende des Flurs hinter der Gefrierkammer bemerkt. Wie lange habe ich hier gearbeitet und diese Tür noch nie zuvor gesehen? Sie wirkt enttäuschend gewöhnlich, zumindest was Türen angeht. Bis auf die Tatsache, dass sie sich warm anfühlt und vibriert. Ich habe den Griff ausprobiert, aber sie scheint verschlossen zu sein. Als ich zu meiner Klasse zurückkam, bemerkte ich einen Mann in einem Trenchcoat, der draußen hinter den Zapfsäulen stand. Er war gerade so weit weg, dass unsere Lampen ihn nicht angestrahlt haben und er war gefährlich nah an der Straße dran. Ich kann nicht sagen, ob er mich anschaut oder ob er den Wald hinter dem Gebäude betrachtet. Ich wünschte, er würde da nicht so stoisch und ruhig rumstehen mit seinen Armen, die bis unter seine Knie reichen. Das Kratzen in der Decke über der Kasse wird lauter. 3.45 Uhr. Ein Mann kam in den Laden, rollte eine große weiße Gefriertruhe hinter sich her. Er hatte eingefallene, blaue Augen, drahtige Haare, die ihm aus Nase und Ohren kamen, lange knochige Finger und eine sehr dünne Haut, die jede blaue und grüne Ader offenbarte. Er trug eine Melone und roch nach Milch. Ich hatte ihn definitiv noch nie zuvor hier in der Gegend gesehen. Er hat gefragt, ob wir an einer Zusammenarbeit mit ihm interessiert wären. Er verkauft Hackfleisch zu äußerst günstigen Preisen. Ich habe ihm aber gesagt, dass unser Laden sich schwer tut mit frischen Nahrungsmitteln und ihm empfohlen, dass er es vielleicht mit Jerky versuchen sollte. Bevor er ging, hat er noch etwa 1 Pfund rohes Hack aus der Truhe gekratzt und mir als Kostprobe auf einem Stück Backpapier überreicht. Nachdem er weg war, habe ich das Fleisch in die Gefrierkammer gebracht, wo ich den nächsten Gartenzwerg auf mich wartend vorgefunden habe. Ich habe den Zwerg in die Kiste mit den anderen 7 getan. 4 Uhr. Carlos hat mir gerade etwas sehr Seltsames über Kiefer erzählt. 4.30 Uhr. Es gab ein Kind namens Spencer Middleton, der auf die gleiche Highschool wie Kiefer und ich gegangen ist. Er war nur ein Jahr über mir, sah aber viel älter aus und verhielt sich viel jünger. Ich lebe in einer Kleinstadt und in kleinen Städten wird es schnell langweilig. Zum Zweck der Unterhaltung beschäftigen sich manche mit Klatsch und Tratsch, während andere etwas düstere Freizeitaktivitäten haben. Die letzteren waren meistens das Thema der ersteren. Es gab Gerüchte in der Stadt, dass Spencer Gefallen daran gefunden hatte, Tiere zu foltern und zu töten. Gerüchte darüber, dass Spencers Eltern und Geschwister nachts ihre Zimmertüren abschlossen, bevor sie schlafen gingen. Die Gerüchte sind auch nicht weniger geworden, nachdem Spencers Haus abgebrannt ist und er der Einzige war, der unverletzt entkommen konnte. Ich habe einmal gesehen, wie Spencer fröhlich auf einer Eidechse herumtrampelte und dabei seinen Kopf in den Nacken zurückwarf und lachte. Kurz nachdem sein Haus zum 2. Mal in Brand geraten war, verließ Spencer die Stadt und es hieß, er sei in die Armee eingetreten. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte, also dachte ich einfach nicht darüber nach. Aber nach all den Jahren bin ich jetzt dazu gezwungen, weil Spencer Middleton gerade in den Laden kam und eine Tasse Kaffee gekauft hat. Er sitzt an einem der Tische und unterhält sich mit Kiefer. Marlboro ist zurück. Er fragte, ob ich etwas Zeit erübrigen könnte, um über seine falsche Religion zu reden. Sie hassen es, wenn ich es eine falsche Religion nenne. Ich habe ihm gesagt, dass er gehen soll. Er schien verärgert. 4.45 Uhr. Spencer und Kiefer saßen eine Weile herum und kauften nichts anderes als 2 Tassen Kaffee. Als sie schließlich gingen, ließ ich es Carlos wissen, der sich unter einer Decke in der Gefrierkammer versteckt hatte, obwohl ich nicht wirklich verstehe, wieso. Carlos hat mir genau erklärt, was passiert ist. Er hat seine Schicht vor ein paar Nächten beendet und hatte gerade die Tankstelle verlassen, als er Kiefers SUV in einem Graben am Fuße des Hügels liegen sah. Carlos, der gute Kerl, der er ist, entschloss sich, die Sache näher anzuschauen und zu überprüfen, ob Kiefer Hilfe braucht. Als er ranfuhr und aus dem Auto stieg, konnte er etwas hören, das sich wie lautes Knirschen angehört hat und vom Waldrand kam. Carlos ging los, um sich die Sache näher anzusehen. Dann sah er etwas. Als ich Carlos fragte, was er dort gesehen hat, fing er an, schnell und panisch Spanisch zu sprechen. Ich selbst spreche kein Spanisch, aber ich nickte einfühlsam mit. Das einzige Wort, das ich behalten konnte, war Strega. Das ist der Name eines Schnapses, den wir hier führen. Was auch immer Carlos gesehen hat, es ließ ihn so schnell wie möglich zurück zu seinem Auto rennen, ohne zurückzuschauen. Und dann überfuhr er Kiefer. Carlos ist ein guter Kerl, aber hier war er in einer schlechten Situation. Er hat lange genug angehalten, um auszusteigen und nach Kiefer zu sehen und zu bestätigen, dass er definitiv tot war. Es gab nichts, was er hätte tun können, was das geändert hätte. Es war ein Unfall. Carlos war auf Bewährung draußen, da war das Ding im Wald und Carlos musste eine Entscheidung treffen. Also packte er die Leiche in seinen Kofferraum und fuhr davon.
Carlos hat mich zu seinem Auto gebracht und mir die Leiche gezeigt. Ich kann hundertprozentig bestätigen, dass das Kiefer im Kofferraum seines Autos war. Nicht nur wegen seines unverwechselbaren Gesichts, sondern auch wegen seines Telefons und seiner Brieftasche, die er bei sich hatte. 5 Uhr. Ich hatte endlich genug von den Kratzgeräuschen und habe unsere Leiter aus dem Lager geholt, um zu sehen, was die Waschbären in der Decke trieben. Aber als ich die Fliese zurückschob, war das Einzige, was da oben war, ein weiterer Gartenzwerg. 6 Uhr. Der Mann im Trenchcoat ist immer noch da draußen. Der Kultist kam zurück und verlangte eine Audienz bei mir. Er bestand darauf, dass ich, wenn ich ihm nur zuhören würde, einsehen würde, dass seine Argumentation großartig und fehlerlos ist und dass ich ein Narr wäre, wenn ich mich nicht seinem Glauben an die Perfektion der Logik und des Nirvanas anschließen würde. Ich habe zugestimmt, ihn anzuhören, wenn er im Gegenzug dafür den Mann im Trenchcoat bittet zu gehen. Und mit dem Abschluss dieses hastig erstellten mündlichen Vertrags habe ich mich für das Zuhören gewappnet. Ehrlich gesagt, er hat ein paar gute Argumente gebracht, aber ich nehme an, das ist von einem viralen Gedankenexperiment zu erwarten, das überzeugend genug ist, um ganz normale Leute dazu zu bringen, ihr normales Leben aufzugeben und in einer Gemeinde im Wald hinter der heruntergekommenen Tankstelle am Rande der Stadt zu leben. Sie nennen sich selbst Mathematisten und glauben daran, dass der Existenzgrund der Menschheit in der Erfüllung zweier moralischer Imperative besteht: Leiden zu verringern und das Glück zu steigern. Ein erfolgreiches Leben erhöht das Glück mehr als das Leid. Ein annehmbares Leben verringert das Leid mehr als das Glück. Wie gut ein Mensch ist, lässt sich dann daraus herleiten, wie sehr das Glück durch ihn gesteigert und das Leid vermindert wurde. Offensichtlicherweise gilt dann im Gegenteil, jemand, der das Leid mehr gesteigert hat als das Glück, beziehungsweise weniger verringert hat, als schlecht. Falls also jemand eine außerordentliche Menge Glück und Leid schafft, muss man einfach nur herausfinden, welches von beiden mehr war und dann diese simple Faustregel anwenden, um herauszufinden, ob diese Person nun gut oder schlecht war. Klingt einfach, oder? Die Mathematisten glauben, dass wir diese ganze gut und böse Sache falsch angegangen sind. Seit Äonen versuchen wir, das Glück zu erhöhen, wenn wir uns stattdessen lieber auf die Verringerung des Leids konzentrieren sollten. Glück ist kein festes Konzept und je mehr Glück geschaffen wird, desto schwieriger ist es, das Level an Glück aufrechtzuerhalten, da Glück dem Gesetz der abnehmenden Erträge gehorcht. Im Gegensatz dazu ist Leid aber klar beschreibbar. Leid tritt ein, wenn Glück aufhört. Leid ist rein und ewig. Um also in den Augen eines Mathematisten ultimativ gut zu sein, muss man folglich alles Leiden beenden. Aus diesem Grund bauen die Mathematisten eine Bombe, die den gesamten Planeten zerstören kann. Indem sie alles Leben auf der Erde auslöschen, löschen sie auch unendliches zukünftiges Leid aus. Durch jedes Leben, das sie verhindern, wird eine ganze Abstammungslinie von Menschen, die in ein Leben voller Leid hineingeboren worden wären, nicht mehr existieren. Jeder Tod geschieht aus präventiver Barmherzigkeit. Jeder glückliche Moment, der nicht mehr eintreten wird, verblasst angesichts all der traurigen Momente, die ebenfalls verhindert werden. Und damit erklärte mir Marlboro, dass sein Mörderkult Töten für eine Güte hält. Ich sagte ihm, dass seine Ideen dumm waren, dass er dumm war und dass er jetzt die Abmachung erfüllen musste und dem Mann im Trenchcoat sagen, er solle weggehen. 6.30 Uhr. Das Telefon klingelte. Das war aus zwei Gründen seltsam. Erstens, weil es nicht das Festnetz war, sondern ein Handy, obwohl wir hier draußen keinen Empfang haben. Und zweitens, weil es das Handy war, das ich Kiefers Leiche abgenommen hatte. Ich muss zugeben, dass ich in einem moralischen Dilemma war, seitdem mir Carlos gebeichtet hatte. Auf der einen Seite hat Carlos jemanden umgebracht. Auf der anderen Seite war es ein Unfall und Carlos Bewährungshelfer würde das vielleicht nicht so sehen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich mehr Zeit hätte, mir darüber den Kopf zu zerbrechen. Aber als das Handy klingelte, wusste ich, dass ich eine Entscheidung treffen musste. Ich bin rangegangen. Ich habe erstmal nichts gesagt. Die andere Seite begann und ich erkannte die Stimme sofort. Du hast etwas aus meinem Post gehört. Es war Spencer Middleton. Sein Handy und seine Brieftasche, antwortete ich. Was? Nein, das Zeug ist uns scheißegal. Wir können einfach mehr Handys kaufen und mehr Brieftaschen besorgen. Du weißt ganz genau, was wir wollen. Er hatte recht, das wusste ich. Es war ein Unfall, erklärte ich. Und wir tun so, als wäre die ganze Sache nicht passiert. Können wir das einfach? Klar. 7.30 Uhr. Carlos kam vor einer halben Stunde zu seiner Schicht und ich erzählte ihm von dem Deal. Er war nicht begeistert, aber da ich ihm seine Situation sehr klar dargelegt hatte, blieb ihm keine Wahl.
Wir parkten Carlos' Auto hinter der Tankstelle in der Nähe der Handpflanzen und achteten darauf, weit genug weg von diesen zu stehen, damit sie nicht an unsere Knöchel kommen konnten. Kiefers SUV tauchte ein paar Minuten später auf. Spencer fuhr. Er und Kiefer stiegen ohne ein Wort zu sagen aus, taxierten uns und öffneten dann den Kofferraum ihres Fahrzeugs. Carlos machte im Gegenzug seinen Kofferraum auf. Kiefer und ich starrten uns die ganze Zeit an, während Carlos und Spencer die Leiche von einem Fahrzeug in das andere brachten. Spencer hatte eine Plane und eine Decke bereitgelegt, um alles einzupacken, und als es vorbei war, legte Kiefer eine Hand auf meine Schulter und flüsterte mir ins Ohr: "Das hast du gut gemacht." Dann fuhren sie weg. Carlos fing an zu weinen, während ich zurück in den Laden ging. Es war fast Tag und dann sollte der neue Teilzeitbeschäftigte übernehmen. 8 Uhr. Der neue Teilzeitler ist zu spät und ich könnte langsam echt eine Mittagspause vertragen. Ich habe das Beste aus meiner zusätzlichen Zeit hier gemacht. Ich habe Preisaufkleber auf alle Gartenzweige geklebt, die wir jetzt als Krimskrams für 9,99 im Sortiment führen. Ich habe sogar schon ein paar verkauft. Ich bin wirklich ein guter Angestellter. 8.30 Uhr. Ich war auf der Toilette und habe dort einen Mann mit heruntergelassener Jeans gesehen. Er trug eine rot-weiß karierte Boxershorts und einen Cowboyhut und lächelte, als er mich sah. Er sagte in einer etwas singenden Stimme: "Komm schon, Mann, mach ruhig weiter." Ich habe die Gelegenheit genutzt, um ihn etwas zu fragen, das mir schon lange auf der Zunge brannte. "Weißt du, ob alles gut werden wird?" Der Toilettencowboy dachte kurz nach, dann zog er seine Hose hoch, schnallte seine riesige Gürtelschnalle zu, ging an mir vorbei. Er klirrte auf den Fliesen der Toilette, hielt eine Sekunde lang an, als er direkt neben mir stand, und sagte: "Ich weiß, was zu schätzen." Dann ging er raus. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das bedeuten soll. So, das war alles, was auf den Quittungszetteln stand. Aber ich habe darauf geachtet, dass ich dieses Tagebuch weiterführe. Ich glaube, das ist eine gesunde Art, die seltsamen Ereignisse an der Tankstelle aufzuzeichnen. Vielleicht hilft das sogar bei meinem Zustand. Ich weiß es nicht. Vielleicht melde ich mich zurück, wenn das nächste Mal etwas Seltsames passiert. Bis dahin ist das hier wohl ein Fortsetzung folgt. Edit. Tut mir leid, bei der weiteren Durchsicht habe ich festgestellt, dass ich eventuell einige der Kritzeleien falsch abgelesen habe. Ich habe auf Anraten einiger meiner Hörer den Teil entfernt, in dem ich die Sozialversicherungsnummer und Adresse von Farmer Junior genannt hatte. Und meinen herzlichen Dank an die Hörer. Und meinen herzlichen Dank an den Hörer, der mich darauf hingewiesen hat, dass Strega nicht mal ein spanisches Wort ist. Ich habe Carlos darauf angesprochen, als er heute für seine vierte Schicht vorbeikam, aber Carlos hat mich einfach nur ausdruckslos angeschaut und dann gemeint, er spreche gar kein Spanisch. Ich sollte wohl am besten damit anfangen, mich bei all jenen zu entschuldigen, die Teil 4 gehört haben. Es tut mir sehr leid. Ich hatte keine Ahnung, was das auslösen würde. Die Agenten haben mir aber versichert, dass die Geschichte restlos aus dem Internet getilgt wurde und dass es keinen Grund zur Sorge gibt. Falls ihr Teil 4 gehört haben solltet, dann bitte ich euch, vergesst alles, zu eurem eigenen Wohl. Solltet ihr an Nasenbluten, Schwindel, Migräne oder Halluzinationen leiden, so geht bitte sofort zur nächsten Notaufnahme. Und im Fall, dass ihr einen wiederkehrenden Traum von einer Insel habt, die aus Gesang besteht, so solltet ihr unter keinen Umständen versuchen, euch der blauen Tür mit der aufgemalten Krähe zu nähern oder diese zu öffnen. Falls ihr Teil 4 nicht gehört habt, es gibt kein Teil 4. Sowas existiert nicht, vergesst, dass ihr je davon gehört habt. Ihr wisst vermutlich inzwischen, dass es eine heruntergekommene Tankstelle am Rande unserer kleinen Stadt gibt und dass dort seltsame Dinge passieren. Der Stadtrat hat mich persönlich gebeten, nicht mehr darüber zu reden, da es einige gewiefte Zuhörer gab, die es nicht nur geschafft hatten, mit Hilfe meiner kurzen Beschreibung herauszufinden, wo die Stadt liegt, sondern mich sogar hier bei der Arbeit besucht haben. Ich habe gehört, dass einer von ihnen wohl den Mathematisten beigetreten ist. Und die anderen zwei sind immer noch verschwunden. Ich schätze, dass ich mich noch einmal entschuldigen muss. Zur Abwechslung bin ich gerade nicht am Arbeiten. Die erste richtige Pause, seitdem ich angefangen habe, meine Geschichten auf dem Quittungspapier zu schreiben. Die Zeit hat hier so ihre Eigenarten. Sie vergeht gleichzeitig langsam und schnell. Wie wenn man Sirup aus einer Schrotflinte schießt. Es war eine gute Idee, ein Tagebuch zu führen. Ich habe noch ein bisschen Zeit, bevor mein Laptop-Akku den Geist aufgibt. Das heißt, jetzt wäre noch der perfekte Zeitpunkt, meine ganzen Einträge vorzutragen. Bevor der Akku leer ist oder der Blutverlust mir den Garaus macht. Ach, bevor ihr euch Sorgen macht, ich habe bereits Tom angerufen.
Er sagte, dass er sich auf den Weg machen würde, um mich ins Krankenhaus zu fahren, sobald er das Abendessen für die Ledford-Waisen, John Ben und Little Sister, abgeholt hat. Tom und die anderen Deputies kümmern sich abwechselnd um die beiden und bringen ihnen Essen vorbei, um die ganze Situation ein wenig erträglicher zu machen. Die zwei leben ganz allein seit dem Vorfall, der überhaupt nicht passiert ist. Und jeder, der was Gegenteiliges sagt, ist ein verdammter Lügner. Ich schweife schon wieder ab. Ich schätze mal, ich sollte mich am Riemen reißen und meine Einträge vorlesen, solange ich noch die Möglichkeit dazu habe. 2. November 2017, 21 Uhr. Seit dem Halloween-Vorfall ist hier so viel passiert, über das wir nicht reden dürfen. Ich war viel beschäftigter als sonst, sowohl mit den Nachwirkungen als auch mit dem Kult. Die Mathematisten haben unseren Laden quasi täglich leer gekauft. Sie bereiten wohl irgendein geheimes Event vor, über das sie nur in gedämpften Murmeln und Flüstern sprechen. Es wird früher dunkel und das Wetter wird kälter. 3. November 2017, 2 Uhr. Der Mann im Trenchcoat ist wieder da. Er steht vor der Tür der Tankstelle und starrt hinein. Er ist jetzt schon seit fast einer Stunde da. Positiv daran ist, dass seitdem er aufgetaucht ist, kein Kunde mehr in den Laden gekommen ist. Nicht so positiv ist, dass ich das Gefühl habe, dass er versucht, mir Gedanken in meinen Kopf zu pflanzen. Aber das wird er nicht schaffen. Ich habe viel zu viel Übung, was das Thema angeht. Kiefer ist vorhin hier gewesen, bevor die Sonne untergegangen ist. Er saß in einer der Nischen und hat Kaffee getrunken. Irgendwann ist dann auch Spencer Middleton aufgetaucht. Er sprach mit Kiefer, stürmte dann zu meiner Kasse und schrie dabei aus vollem Halse. Er nahm sich das Regal mit den Rubbellosen und warf es durch den Raum. Es war offensichtlich, dass irgendetwas ihn verstimmt hatte. Alles in Ordnung? Fragte ich dämlicherweise. Ich wusste verdammt gut, dass nie alles in Ordnung war. Hast du auch nur ein Wort gehört von dem, was ich gerade gesagt habe? Fragte Spencer. Ich musste ihm erklären, dass ich Ohrstöpsel getragen hatte, um die Schreie besser zu ignorieren, die regelmäßig aus den Lüftungsschlitzen drangen. Die Schreie hatten wohl vor einer Weile aufgehört. Oder ich habe sie mir vielleicht nur eingebildet. Wie auch immer, die Ohrstöpsel waren jetzt überflüssig. Oh, an dem Punkt kam Tom in den Laden und sein weißes Haar sah noch weißer aus als sonst. Ja, und Spencer bemerkte direkt die Anwesenheit des Deputies. Wo ist er? Er sprach in einer Mischung aus Flüstern und Grollen. Wo ist der andere? Carlos? Fragte ich. Spencer seufzte. Klar, Carlos. Ach, er kommt erst in 20 Minuten. Wenn er hier ist, dann sagst du ihm, dass wir uns unterhalten müssen. Und damit gab Spencer Middleton einen schrillen Pfiff und verließ den Laden. Kiefer sprang von seinem Platz auf und folgte ihm dicht hinten dran. Tom hat mir dann geholfen, die Unordnung aufzuräumen und das Losregal wieder zusammenzusetzen, ohne eine einzige Frage zu stellen. Als Carlos zur Arbeit kam, erzählte er mir, dass er seltsame Träume hatte. Träume von etwas Großem, Lebendigem, Atmendem, Unterirdischem, die immer auf dieselbe Weise endeten, indem die Tankstelle in ein riesiges Erdloch stürzte. Ich erzählte ihm, dass Spencer ihn sucht. Da wurde Carlos auf einmal ernst und fragte mich, ob er mir etwas zeigen dürfe. In der Gefrierkammer, hinter einem Stapel Kisten mit der Aufschrift Non Aprire, was auch immer das bedeutet, die sind schon länger da hier als ich, befand sich eine Decke und in dieser Decke war ein weiterer Kiefer. Meine erste Frage an Carlos war, du hast die Leiche zurückgestohlen? Er schaute auf den Boden und schüttelte den Kopf, schüchtern, wie ein Kleinkind, das gerade für das Kochen von Meth verhaftet wurde. Du hast noch einen getötet? Fragte ich. Carlos erklärte dann, dass es ein Unfall war. Schon wieder. 3 Uhr. Der Mann im Trenchcoat ist endlich weg. Er hat Kratzspuren auf dem Glas der Ladentür hinterlassen. Ich habe die Aufnahmen der Überwachungskameras überprüft, um meinen Verdacht zu bestätigen. Er bleibt immer gerade außerhalb des Sichtfelds unserer Kameras. Warum kann ich mich nicht daran erinnern, wie sein Gesicht aussieht? 3.30 Uhr. Marlboro war der erste Kunde im Laden, nachdem der Mann im Trenchcoat gegangen war. Ich sagte ihm, dass ich überrascht sei, dass er noch am Leben ist. Er hielt das für ein Kompliment und sagte, danke. Ich fragte ihn, ob er für das große Event bereit sei, aber er starrte mich daraufhin nur mit einem leeren Blick an. Es war klar, dass er keine Ahnung hatte, wovon ich da redete. Also erzählte ich ihm, wie ich das alles geschlussfolgert hatte. Die unübliche Aktivität der Kultisten, das Flüstern, das Aufkaufen unserer Vorräte. Mir war klar, dass bald irgendetwas passieren würde. Während ich redete, wurde Marlboro merklich blasser und
rannte noch bevor ich fertig war mit dem 99-Cent-Slushy in der Hand aus der Tankstelle. Ich weiß, dass ich eigentlich einen Inventarverlustschein wegen des Diebstahls schreiben sollte, aber ich kann mir nicht überwinden, das zu tun. Es ist schwierig zu erklären, aber irgendetwas an Marlboro sorgt dafür, dass er mir wirklich leid tut. 6 Uhr. Ich habe mich wieder beim Graben erwischt. Ich weiß nicht, wie lange ich da draußen war oder wer den Laden geführt hat, während ich weg war. Das Loch ist inzwischen so tief, dass ich fast nicht mehr von alleine rausklettern konnte. Vielleicht sollte ich über die Möglichkeit nachdenken, eventuell eines Tages einen Arzt zu fragen, ob das normal ist. 8 Uhr. Marlboro sitzt gerade in der Vorratskammer und weint. Wegen seinem Schluchzen konnte ich seiner Geschichte kaum folgen, aber anscheinend wurde Marlboro die letzten Woche über auf eine Art Visionssuche geschickt und hatte keine Ahnung, wofür sich die anderen Kultisten eingedeckt hatten. Als er vorhin dann zurück auf dem Gelände war, fand er den ganzen Ort völlig verlassen vor. Die Betten waren nicht gemacht, auf einigen Tellern lag noch Essen, ein Feuer brannte noch im Kamin, die Klamotten der Leute waren immer noch in den Kisten neben ihren Schlafsäcken. Aber die Leute selbst? Alle? Waren einfach weg. Marlboro kommt nicht so gut damit klar, aber ich habe ein Geschäft zu führen, also bat ich Carlos, mir zu helfen, ihn in die Vorratskammer zu tragen. Er kann sich dann dort in Ruhe mit der Situation auseinandersetzen und wenn er sich beruhigt hat, einfach, keine Ahnung, nach Hause gehen. 4. November 2017, 21 Uhr. Die Kammerjäger sind gerade gegangen. Sie sagen, sie haben diesmal alle Schlangen erwischt. Aber ich habe da so meine Zweifel. 5. November 2017, 17 Uhr. Kiefer kam heute wieder in den Laden und machte ein paar kaum verhohlene Drohungen. Er fragte auch nach Carlos, aber ich sagte, dass ich es leid war, den Vermittler zu spielen und dass, wenn er etwas mit Carlos zu erledigen hätte, er auch zu diesem gehen müsse. Da fing Kiefer an, sich komisch zu verhalten. Du weißt, dass dieser Ort nur ein großes Experiment ist und du bist nur die kleine Labormaus. Ich bat Kiefer, etwas zu kaufen oder zu gehen, also kaufte eine Packung Zahnpasta, zog sich dann im Laden aus und rieb die Zahnpasta auf seinen nackten Körper. Sie sagten mir, dass etwas mit deinem Gehirn nicht stimmt. Ist das wahr? Ich versuchte höflich zu sein und meine Augen abzuwenden, als ich antwortete, ja. Du hast eine Art geistiges Leiden? Ich antwortete wieder, ja. Zu schade. Zu diesem Zeitpunkt war Kiefer völlig nackt. Er ging zu der Slushy-Maschine und füllte einen großen Becher mit dem zuckrigen roten Gebräu, bevor er es über seinen Kopf ausschüttete. Dann schüttelte er sich heftig wie ein nasser Hund und schleuderte kalten, klebrigen Matsch überall hin. An die Decke, an die Wände, ein bisschen ist mir sogar ins Gesicht geflogen. Aber ich habe versucht, meinen Zurückzucken zu verstecken. Mir war klar, dass das alles nur ein Versuch war, mich einzuschüchtern. Aber ich wollte ihm nicht die Genugtuung geben. Was ist es denn genau? Fragte er, als er zurück zur Kasse kam, wo sein Kleiderstapel auf ihn wartete. Was? Fragte ich. Ja, was ist deine Krankheit? Schizophrenie, Protanopie, Meningitis, schwul? Nein, antwortete ich. Ich schlafe nicht. Du schläfst nicht? Er klang wirklich interessiert. Niemals? Ich kann nicht einschlafen. Ich habe seit der Highschool keinen einzigen Tag geschlafen. Es ist ein seltener genetischer Defekt, ohne Heilung und ohne Behandlungsmöglichkeit. Eines Tages wird es mich umbringen, aber bis dahin gehe ich, so gut es geht, damit um. Das muss es sein. Deshalb kann er dich nicht erreichen. Wer kann mich nicht erreichen? Dann kam Spencer in den Laden, warf eine Decke über Kiefer und führte ihn zum wartenden SUV. Einen Moment später kam er zurück in den Laden und bot mir $100 für die Aufnahmen der Überwachungskameras von heute Abend an. Ich frage mich, wofür ich meine $100 ausgeben soll. 21 Uhr. Ich hatte den Verdacht, dass im Laden etwas nicht stimmt. Die leeren Verpackungen von Schokoriegeln liegen verstreut im Laden. Die Aufnahmen der Überwachungskamera werden auf mysteriöse Weise gelöscht. Seltsame Geräusche kommen mitten in der Nacht aus den Wänden, wenn ich eigentlich allein sein sollte. Also mehr seltsame Geräusche als sonst. Aber jetzt weiß ich, dass Marlboro die letzten 2 Tage hier gelebt hat. Er kam einfach im Bademantel aus der Vorratskammer, nickte mir zu, als ich ein Stück Jerky schnappte und dann auf die Toilette ging. Es ist mir nicht mal in den Sinn gekommen, dass Marlboro möglicherweise nie gegangen ist. 6. November 2017, 4 Uhr. Es ist passiert.
Ich nehme an, es war nur eine Frage der Zeit. Ich weiß, ich sollte Reue oder Trauer empfinden oder eine der anderen Emotionen, die normale Menschen empfinden, nachdem so etwas passiert ist. Aber eigentlich ist es mir noch peinlich. Vor ein paar Stunden kam ich zu mir mit einer Schaufel in der Hand. Ich hatte wieder gegraben und diesmal hatte ich richtig Fortschritte gemacht. Das Loch war mindestens 2 Meter tief und die Wände steil aus losem rotem Ton. Es dauerte eine Weile, bis mir klar wurde, dass ich in eine tintenschwarze Nacht mit unzähligen Sternen starrte. Und als ich einige der größeren Himmelskörper zu bewegen begann, stellte ich fest, dass diese Sterne eigentlich nur die seelenlosen roten Augen der mutierten Waschbären waren, die mich über den Rand des Lochs anstarrten. Vermutlich wollten sie Futter, diese schamlosen kleinen Bettler. Ich warf die Schaufel aus dem Loch und da hörte ich es. Stellt euch das Geräusch vor, wenn ein Metzgermesser auf eine Wassermelone trifft. Wie ein dumpfes, nasses Flatsch. Jetzt stellt euch noch vor, dass die Wassermelone anfängt zu gurgeln und dann umfällt wie ein Sack Kartoffeln. Hör mal, die Metapher ist etwas abgeschweift. Als ich aus dem Loch kletterte, sah ich die Schaufel aufrecht stehen. Die Spitze steckte fest in der Brust eines noch zuckenden Kiefers. Dieser Kiefer war tot, bevor ich es zu ihm schaffte. In einem letzten Akt des Trotzes streckte er mir beide ausgestreckten Mittelfinger entgegen. Ich empfand eine kleine Spur von Respekt hierfür, bevor ich in einen Geisteszustand geriet, den man wohl nur als gedämpft panisch bezeichnen kann. Das erste, was ich tun wollte, war etwas zu finden, in das ich die Leiche einwickeln konnte, da sicher bald Spencer Middleton wegen ihr hier aufkreuzen würde. Als ich in die Tankstelle ging, war ich überrascht zu sehen, dass Marlboro es sich zur Aufgabe gemacht hatte, an der Kasse zu arbeiten, während ich weg war. Er rief gerade einen unserer Stammgäste an, Charles, einen großen fetten Mann, der immer Seife und gekochte Erdnüsse kaufte. Ich nahm eine Abdeckplane aus dem Regal und ging wieder raus. Und dann lernte ich etwas. Kiefer war schwer. Also, mir ist schon klar, dass menschliche Körper im Grunde nur fleischige Wasserballons voller Eingeweide und Exkremente sind, aber nichts konnte mich darauf vorbereiten, wie undicht und schwer ein toter Mann sein kann. Nur durch ein Wunder habe ich es geschafft, Kiefer ungesehen durch die Hintertür in die Gefrierkammer zu ziehen. Es hat mich all meine Kraft gekostet, die Masse hinter die Kisten auf die anderen 3 zu legen. Ich bin richtig ins Schwitzen gekommen und als ich endlich fertig war, war nicht mal die Kälte der Gefrierkammer genug, um mich abzukühlen. Als ich also da so stand, wieder zu Atem kam und sich das Adrenalin langsam abbaute, dämmerte mir etwas. Neben mir waren 4 Kiefers in dieser Gefrierkammer. 4 Kiefers. Wo zur Hölle kamen die anderen 2 her? Die Tür öffnete sich, Marlboro kam rein und zog dabei einen toten Kiefer an den Beinen hinter sich her. Er blieb stehen und nahm dann Augenkontakt mit mir auf. Als er die Kiefers zu meinen Füßen sah, sagte ich das Einzige, woran ich denken konnte. Okay, das ist peinlich. Marlboro und ich beschlossen, eine Flasche Strega aufzumachen und ein paar Drinks zu nehmen. Er erzählte, dass er Kiefer bereits ein paar Mal aus Versehen getötet hatte. Und ich kann das komplett nachvollziehen. Es war einfach so einfach, den Typen umzubringen. Irgendwann kam Chaos in die Gefrierkammer, um sich eine Box mit Keksteig zu holen. Er hat die Anwesenheit der Kiefers nicht mehr gewürdigt. Oh, der Akkustand meines Laptops ist gerade bei 2%. Ich werde also keine Zeit haben, euch den Rest meines Tagebuchs vorzulesen, bevor er ausgeht. Dann habe ich auch keine Zeit, euch zu erzählen, wie ich hier auf dem Boden dieses Loches unterhalb des Ladens gelandet bin und mir mein Bein gebrochen habe. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass ich hören kann, wie sich oben jemand bewegt. Was gut ist, weil ich glaube, ich bin nicht allein hier unten. Wenn ihr das hört, dann heißt das, dass ich es geschafft habe, meine Geschichte hochzuladen. Wenn ihr das ja nicht hört, keine Ahnung, was seid ihr dann? Oh, jemand hat gerade meinen Namen von oben gerufen. Ich glaube, es war Carlos. Ich frage mich, was mit Tom passiert ist. Warum ist Tom nie aufgetaucht? Wenn wir gerade vom Teufel sprechen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass Tom den Halloween-Vorfall nicht überlebt hat. Moment, mit wem habe ich dann die ganze Zeit geredet? Ich verspreche, wenn ich lang genug überlebe, um meinen Akku wieder aufzuladen, komme ich zurück, um den Rest zu erzählen. Bis dahin, Fortsetzung folgt, schätze ich. Hey Leute, Jerry hier von der Tankstelle am Rand der Stadt und das stolze neueste Mitglied im Team.
Die Besitzer waren so beeindruckt davon, dass ich es geschafft hatte, mehrere Tage im Laden zu verbringen, ohne diesen zu verlassen oder wahnsinnig zu werden, dass sie mir eine Vollzeitstelle angeboten haben, solange bis sich der sonstige Angestellte von seiner Verletzung am Bein erholt hat. Einen frohen Montag euch allen! Der Typ hat mich gebeten, ihm einen kleinen Gefallen zu tun, damit er sich ein wenig ausruhen und entspannen kann. Er gab mir das Passwort für seinen Laptop und eine detaillierte Anweisung, um euch seine Tagebucheinträge von letzter Woche vorzutragen. Im Gegenzug willigt er ein, mich nach seiner Rückkehr als Vollzeitassistenten zu behalten. Und außerdem lerne ich so aus erster Hand, was ich von dem Job hier zu erwarten habe. Und er kann sein kleines, komisches Vlog-Ding weiterführen. Also, wenn das nicht eine Win-Win-Situation ist, dann weiß ich auch nicht. Weil ich ehrlich bin, ist das wahrscheinlich sowieso das Beste, was im Moment passieren konnte. Seit das Programm der mathematischen Gemeinschaft auf mysteriöse Weise aufgelöst wurde, fühle ich mich sehr allein und verwundbar. Ich habe seitdem Gewicht verloren und habe Probleme einzuschlafen. Und wenn ich es einmal schaffe, träume ich immer den gleichen komischen Scheiß von irgendeinem riesigen Wesen, welches tief unter der Tankstelle darauf wartet, uns alle zu fressen. Ich meine, es ist offensichtlich, dass ihnen ein Fehler unterlaufen ist und sie mich übersehen haben, richtig? Wenn irgendjemand meiner Brüder und Schwestern da draußen ist und das hier hört, dann bitte ich euch, meldet euch, verdammt, sagt den Ältesten, dass sie mich vergessen haben. Ich bin nicht sauer oder sowas. Ich vermisse euch doch. Ich liebe euch, Leute. Bevor ich anfange, sollte ich erwähnen, dass ein paar Typen in Anzügen hier aufgekreuzt sind und mich gebeten haben, dass, wenn wir hiermit schon weitermachen, ich doch eine öffentliche Ankündigung machen solle. Also, wenn es noch jemanden da draußen gibt, der die Geschichte über das, was hier an Halloween passiert ist, gehört hat, dann wartet nicht, bis die Symptome beginnen, sondern geht direkt in die nächste Notaufnahme oder ruft das Seuchenkontrollzentrum an und sagt ihnen, dass sie an den Auswirkungen von Romald-Syndrom leidet. Wie auch immer, zurück zum Tagebuch. Ich werde mein Bestes geben, aber die Handschrift des Typens ist schrecklich. Naja, hier sind also die Teile, die ich entziffern konnte. 7. November 2017, 19 Uhr. Der Mann im Trenchcoat stand heute wieder draußen, als ich den Müll rausgebracht habe. Ich weiß nicht, warum er immer meinen Laden besucht oder warum ich bisher noch keinen guten Blick auf ihn werfen konnte. Diesmal stand er an der Baumgrenze hinter den Müllcontainern und starrte, wie immer. Diese Nacht starrte ich zurück. Sein Kiefer fing in der Mitte seines Gesichts an, auf der Höhe, wo seine Nase sein sollte. Die Mundwinkel waren zu den Ohren gezogen und offenbarten ein skeletales Grinsen. Seine kleinen, milchig-weißen Augen sahen aus wie kleine Perlen, die sich hinter einem Vorhang aus öligen, schwarzen Haaren versteckten, der bis zu den Wangenknochen hinunterhing. Sein unglaublich breiter Mund halbierte den Kopf, oben fettige Haare, unten nasse Haut. Sabba, nehme ich an. Wir standen da etwa 5 Meter auseinander, starrten uns an für 10 Sekunden oder vielleicht auch für 10 Minuten, bis sich schließlich der Mann im Trenchcoat endlich wegdrehte. Er beugte seine Beine komisch, sodass man das als normaler Mensch nicht nachmachen könnte. Er ging auf alle Vieren und galoppierte dann fort in den Wald. Ich weiß nicht, ob das letzte Mal war, als ich den Mann im Trenchcoat gesehen habe. Heilige Scheiße, habt ihr das gehört? Alter, der abgedrehte Scheiße. Sorry, ich bin's nochmal, Jerry. Keine Sorge, ich werde mich mit den Kommentieren ab sofort zurückhalten, aber ich musste einfach etwas sagen. Gott, nicht wahr? Das ist echt eine komische Sache. Ich meine, ich erinnere mich daran, dass er mir vor ein paar Wochen gesagt hat, ich soll rausgehen und mit einem Mann im Trenchcoat reden. Bin ich froh, dass ich das nicht gemacht habe. Was zur Hölle? Okay, das war's. Bin fertig. Zurück zu den Notizen. Die nächste Seite ist voll mit Blut und nicht mehr lesbar. Deswegen muss ich den Timer überspringen. Hunderte über Hunderte von denen. Sie hatte noch nie so viel an einem Ort gesehen. Nicht einmal in ihren Träumen. Bevor es ihr ging, sagte sie mir, dass sie mich wiedersehen würde. Sollte das eine Warnung sein oder ein Flirtversuch? 3.23 Uhr. Die Nacht ist ruhiger, als ich es gewohnt bin. Das Paket von gestern Nachmittag steht noch auf dem Tresen, wo ich es liegen gelassen habe. Der Aufkleber sagt, es ist für mich mit einer Absenderadresse, die ich nicht kenne. Das rechteckige Teil ist wie ein Weihnachtsgeschenk verpackt.
mit roten und gelben Bändern. Es fühlt sich einigermaßen schwer an. Ich würde ja sagen, es hat genau die richtige Größe für eine tote Katze. Ich kann mir eigentlich keinen wirklichen Grund vorstellen, warum ich das Paket nicht öffnen sollte, aber irgendetwas hinten in meinem Kopf sagt mir, dass das gleichbedeutend mit dem Öffnen der Büchse der Pandora wäre. Ja, dass der Inhalt dieses kleinen Pakets den Lauf meines Lebens unwiderruflich in einer Weise verändern wird, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Ich werde das Gefühl nicht los, dass diese Büchse voller Schmetterlinge ist, die allesamt bereit dazu sind, Tsunamis zu erzeugen, und ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich dafür bereit bin. Ich glaube, ich werde Marlboro beibringen, wie man den Getränkeautomaten reinigt. 3.47 Uhr. Marlboro liegt bewusstlos in einer Hängematte in der Vorratskammer. Ich glaube, er hat die Flasche alleine leer gemacht. Ich werde den Getränkeautomaten nur selbst putzen. 5.45 Uhr. Die Handpflanzen wachsen schneller, als ich erwartet hatte. Die Ellenbogen sind schon draußen. Man sieht schon fast die Schultern. Ich konnte beobachten, wie die Pflanzen einen Kojoten gefangen hatten, der ihnen aus Neugier zu nahe gekommen war. Es war kein schöner Anblick. Ich habe außerdem bemerkt, dass Rocco noch am Leben ist. Ich habe gesehen, wie er auf dem Dach sitzend Essen auf das Handpflanzenfeld warf. Deswegen wachsen die so schnell. Sie essen viel zu viel. Wenn das außer Kontrolle gerät, muss ich dieses Feld vielleicht genauso wie das andere abfackeln. Ich will nicht. Es läuft mir immer eine kalte Rücken runter, wenn ich ihre Schreie höre. 7.30 Uhr. Carlos kam zu seiner Frühschicht und sah ziemlich durch aus. Er nahm sich einen Kaffee und meinte, dass er nicht so gut geschlafen hatte. Die Albträume haben ihn von einer erholsamen Nacht abgehalten. Ich frage mich, ob ich Carlos von meinem Zustand erzählen soll. Er hat gefragt, was es mit dem auf dem Tresen liegenden Geschenk auf sich hat. Ich sagte ihm, dass es gestern mit der Post kam und ich wusste nicht, von wem es war. Er fragte, ob ich es öffnen würde und ich sagte ihm, dass ich ein schlechtes Gefühl dabei habe und dass ich es ziemlich sicher nicht öffnen werde. 10 Uhr. Ich habe das Paket geöffnet. Ohne großes Brimborium habe ich einen nagelneuen Laptop darin gefunden. Ich habe noch nie einen eigenen Laptop gehabt und der einzige Computer, den ich je hatte, war ein kleiner, beschissener Tandy 1000, den ich als Kind selbst zusammengebaut hatte. Ich habe sonst eigentlich immer den Computer in der Bücherei oder den Browser auf meinem Handy benutzt, um ins Internet zu kommen. Das hier könnte eine richtige Wende sein. Es waren außerdem noch ein Signalwiederholer und einige anderer technischer Krimskrams im Paket. Ich weiß, dass das verrückt klingt, aber ich glaube, dass ich jetzt in der Lage bin, von der Tankstelle aus auf das Internet zugreifen zu können. Da war außerdem eine handschriftliche Notiz am Boden des Pakets. Hallo! Ich habe einen Kommentar auf deiner Seite hinterlassen. Es gibt etwas, das ich dir erzählen will. Ich genieße es, deine Geschichten zu lesen, aber ich denke, wenn du dich wirklich hinsetzt und eine Geschichte nach der anderen aufschreibst, wirst du viel mehr Upvotes bekommen. Die Geschichten sind schon sehr gut und ich möchte nicht andeuten, dass sie schlecht wären, aber so wie es momentan ist, wirkt es einfach nur nach ein paar halben, nicht fertigen Storys, die du da zusammenschmeißt. Ich glaube, du wärst super darin, tatsächlich mal eine Geschichte komplett aufzuschreiben. Ich wette, du würdest eine Menge Upvotes und Aufmerksamkeit bekommen. So wie es jetzt ist, ist es etwas verwirrend. Vielleicht fängst du einfach damit an, wie du dort angefangen hast und arbeitest dich dann von da an weiter vor. Ich wette, das wäre ziemlich geil. Es ist super packend, aber auch verwirrend. Man merkt, dass du eine Ader fürs Schreiben hast, aber ich dachte, meine Vorschläge könnten helfen. Bitte nimm es mir nicht übel. Das ist nur etwas, das mir aufgefallen ist. Hoffe, dir geht es sonst gut. Super! Ein anderer meiner Leser hat mich aufgespürt. Ich werde herausfinden müssen, wie die Leute mich immer wieder finden und dem ein Ende setzen. Danke für den Laptop, wer auch immer du bist. Ich werde ihn auf jeden Fall behalten. 10.15 Uhr. Ich habe die Wi-Fi-Karte eingeschaltet und dabei ist mir aufgefallen, dass es aus irgendeinem Grund Dutzende von gesicherten Netzwerken rund um die Tankstelle gibt, von denen die meisten 4 oder 5 Balken haben. Die Namen für die Netzwerke sind alle Kauderwelsch, wie zum Beispiel 1E7G7C7TA11GUY2323134. Wer zur Hölle bietet hier draußen WLAN an? 11 Uhr. Vor ein paar Stunden kam ein Mann in den Laden, um einen Benzinkanister zu kaufen. Ich habe mir erst nicht viel dabei gedacht, aber dann kam er zurück und fragte uns, ob wir ihm bei etwas weiter runter die Straße helfen könnten. Ich habe nie seinen Namen erfahren, er war ein großer Kerl, gebräunte Haut und ein dichter Bart. Er meint, er hätte Probleme mit dem Auto. Ich habe ihm gesagt, dass ich mich nicht wirklich mit Autos auskenne, aber er bestand darauf, dass er niemanden brauche, der Ahnung von Autos hat, sondern jemanden, der ihm bestätigt, was er sieht. Marlboro stimmte zu, auf die Kasse aufzupassen, während Carlos und ich dem bärtigen Mann den Hügel hinunter und um die Kurve folgten.
Es war nahe an der Stelle, wo Carlos das Ding im Wald gesehen hatte. Er konnte sich nicht daran erinnern, was in der Nacht passiert war. Nachdem wir die ganze Sache mit Spencer Middleton abgehakt hatten und die Dinge wieder ihren normalen Gang nahmen, habe ich Carlos gefragt, was er denn in den Wäldern gesehen hat, dass ihn so panisch hat weglaufen lassen. Er hat nur mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, dass er es nicht weiß. Der Verstand hat schon so seine Eigenarten und auf Erinnerungen ist auch nicht immer Verlass. Mir ist da bewusst geworden, dass ich nicht der Einzige an der Tankstelle bin, der versucht zu vergessen Geschichten hat. Das Auto des Mannes stand am Straßenrand, nahe der Stelle, an der auch Kiefers SUV kaputt gegangen war. Also, mein Auto hat angefangen, sich komisch zu verhalten, fing der Kerl an zu reden, als wir uns seinem Auto näherten. Ich habe mich gefragt, warum wir die ganze Strecke hergelaufen sind, wenn unser eigenes Auto ziemlich praktisch gewesen wäre im Fall einer leeren Autobatterie oder eines zufälligen Bärenangriffs. Der Kerl fuhr fort. Ich bin an den Straßenrand gefahren, als die ganze Elektronik plötzlich verrückt gespielt hat. Ich habe den Motor ausgemacht und als ich versucht habe, ihn wieder zu starten, nada. Man konnte inzwischen sehen, dass die Motorhaube offen war. Der Mann fuhr einen großen schwarzen SUV, der dem vom Kiefer ähnelte, wenn auch neuer und glänzender. Ich verstehe nicht, was daran so komisch ist. Wir müssen einfach einen Abschleppdienst rufen oder... Der Mann fiel Carlos ins Wort. Ziemlich unhöflich, wie ich hinzufügen möchte. Ja, ich habe die Motorhaube aufgemacht, alles sah in Ordnung aus. Dachte, es bräuchte nur etwas Benzin, also ging ich zur Tanke. Als ich zurückkam, sah ich das da. Wir umrundeten das Auto und sahen dann, was das da war. Eine kleine Eiche, vielleicht 4 oder 5 Jahre alt, wuchs aus dem Boden durch den Motorraum und war mindestens 3 Meter hoch. Der Stamm des Baums hat einen guten Teil des Motors verschluckt und so wie das Ganze aussah, stand das Auto bereits mehrere Jahre dort. Interessant, sagte ich. Und du bist sicher, dass das nicht da war, als du losgefahren bist? Bevor er antworten konnte, drehte er seinen Kopf und schaute in den Wald. Habt ihr das auch gehört? Fragte er. Wir standen ruhig da und lauschten, aber ich konnte nichts hören. Nein, antwortete ich. Carlos zuckte mit den Achseln. Wisst ihr, was ein Anglerfisch ist? Fragte der bärtige Mann, als er zu seiner Hintertür ging und sie öffnete. Ja, schon, antwortete ich. Der bärtige Mann zog ein Geheimfach unter der Rückbank hervor und holte ein großes Automatikgewehr heraus. Ich kenne mich ja nicht so mit Waffen aus und kann euch leider nichts Genaueres sagen, aber sie war groß, beeindruckend und sah cool aus. Der Kerl checkte das Magazin, es machte Klick an der Waffe, vermutlich die Sicherung. Wie gesagt, kein Waffennah, aber es hörte sich ziemlich cool an. Carlos legte eine Hand auf meine Schulter, ging langsam rückwärts weg von dem Typen mit der Waffe und zog mich dabei mit. Aber der Mann schien sich kein bisschen um uns zu kümmern. Er konzentrierte sich auf das, was er da im Wald hörte. Aber wenn ich recht habe, habt ihr Jungs einen Anglerfisch in den Wäldern. Er sendet da was aus, um mich anzulocken. Es macht das, dass ich denke, dass ich Dinge höre, die ich nicht höre. Und wenn ich dann nach den Dingen schauen gehe, BAM! Greift's an. Oh, wie eine Sirene? Fragte ich. Der Mann sah mich mit einem Grinsen an und sagte, ja, wie eine Sirene. Vielleicht wollt ihr hier weg. Das könnte gefährlich werden. Macht euch keine Sorgen um mich. Ich habe mich schon häufiger mit solchen Sachen angelegt. Ich pack das. Der Mann hob seine Waffe und marschierte in den Wald, während Carlos und ich zurück zur Tankstelle gingen. 14 Uhr. Es ist Zeit für mich nach Hause zu gehen. Ich habe den Laptop noch nicht benutzt, aber vielleicht fange ich morgen an, diese Tagebücher abzutippen. 8. November, 18 Uhr. Es wird inzwischen so früh dunkel. Ich bemerkte, dass der Geländewagen des bärtigen Mannes immer noch am Fuße des Hügels steht, mit dem Baum, der durch ihn hindurch wächst. Ich glaube, es ist kein gutes Zeichen. 11 Uhr. Ich habe den Rest der Anpflanzung verbrannt. Ich weiß endlich, was los ist. Vor längerer Zeit bemerkte ich etwas, was wie seltsame Pilze aussah, die an einer Stelle in der Nähe der Müllcontainer hinter der Tankstelle wuchsen. Ich habe nicht viel darüber nachgedacht, außer, dass es seltsam war, dass Roccos Bande sich nicht an sie herantraut. Als ich genauer hingeschaut habe, hätte ich schwören können, dass sie aussahen wie kleine Finger, die aus dem Boden ragten. Je wärmer das Wetter wurde, desto länger wurden die Pilze, die immer mehr menschlichen Fingern ähnelten. Ich schwöre, dass sie sogar anfingen, Fingernägel zu bekommen. Manchmal konnte ich beobachten, wie sich die Glieder bewegten, um zum Beispiel einen Käfer zu zerquetschen, der ihnen zu nahe gekommen war. Schließlich begannen den Pilzen Blätter zu sprießen und die Fingerpartien streckten sich weiter auseinander und bildeten etwas, das man nur als Hände bezeichnen kann. Menschliche Hände, die sich tagsüber zu Fäusten zusammenballten und sich im Mondlicht öffneten. Ich habe eine ausgegraben, als man nicht viel los war und Farmer Junior angerufen, um ihn nach seiner professionellen Meinung zu fragen. Für das ungeübte Auge sah die Handpflanze wie eine normale menschliche Hand aus. Kleiner als die eines Erwachsenen, aber größer als die eines Kindes. Vielleicht Teenagergröße.
Am Handgelenk ging sie in eine knorrige Wurzel über, die nach Sassafras roch, und überall sprießten kleine Blätter. Farmer Junior war dann eine Weile an der Tankstelle und fragte mich, ob wir noch mehr von diesen Dingen hätten. Ich log und sagte nein. Ich fragte die Besitzer, was ich in der Sache unternehmen sollte. Sie überlegten sich für ein paar Tage und sagten mir dann, ich solle sie behalten. Ich glaube, sie erwarteten, dass sie irgendwie etwas Geld damit verdienen könnten, aber schließlich vergaßen sie alle, dass die Pflanzen überhaupt dort waren. Alle außer mir. Und Farmer Junior natürlich. Ich dachte gerade an den bärtigen Mann, als ich das erste Mal das Geräusch eines weinenden Babys von irgendwo draußen hörte. Ich war allein im Land und mein erster Gedanke war nicht, das Heldenhafte zu tun, was die meisten Leute vermutlich tun würden. Nach draußen zu rennen, um nach dem armen Baby zu sehen. Nein, mein erster Gedanke war vorsichtiger und rational. Ich fragte mich, wie zur Hölle ein Baby nach hier draußen gekommen ist, ohne dass man das davor mitbekommen hätte. Etwas stimmte nicht. Die Schreie, die von der Baumgrenze zu kommen schienen, wurden immer lauter und verzweifelter. Ich habe mich nach Marlboro umgesehen, konnte ihn aber nirgends finden. Wenn ich also diese Waldbaby-Sache auf den Grund gehen wollte, müsste ich das alleine machen. Ich erinnerte mich an den bärtigen Mann, der den Sirenenruf von dem Ding gehört hatte, dass er einen Anglerfisch nannte. Ich erinnerte mich an das Knirschen, das Carlos gehört hatte, und an Strega. Außerdem glaubte absolut kein Teil von mir, dass es sicher wäre, wenn ich in den Wald gehen würde oder dass da draußen wirklich ein Baby weinte. Aber was, wenn doch? Ich nahm meine Taschenlampe und ging durch die Hintertür raus. Das Weinen schien sich tiefer in den Wald zu bewegen, schnell, als ob das weinende Baby von etwas weggetragen würde, das nicht anhalten und sich um Bäume oder andere Hindernisse herumbewegen musste. Ich ging in den Wald und anscheinend gerade weit genug, um das zu finden, mit dem ich am wenigsten gerechnet hätte. Es scheint, dass sich die Pflanzen ein kleines bisschen weiter ausgebreitet haben als den kleinen Flecken neben der Tankstelle. Die Pflanzen, die ich beobachtet und verbrannt hatte, wenn sie zu aggressiv wurden, waren wohl nicht so unter meiner Kontrolle, wie ich es vorher geglaubt hatte. Hier draußen, nur ein paar Schritte in den Wald hinein, war eine Handpflanze, die ich übersehen hatte. Eine, die ich nie zurückgeschnitten, gepflückt oder verbrannt hatte. Die frei darin war, so groß zu werden, wie sie wollte. Hier draußen war eine Handpflanze, die so groß war, dass sie umgefallen war. Schulter, Kopf, Torso, Hüfte und Beine sind ihr gewachsen. Da draußen lag zusammengekaut ein menschlicher Körper, der von kleinen Blättern bedeckt war und durch dicke, braune Wurzeln mit dem Erdreich verbunden war. Und wisst ihr, was das Seltsamste daran war? Es war ein Körper, den ich kannte. Der Körper, die ausgewachsene Handpflanze, war der von Kiefer. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, aber ich habe ihn angefasst. Vielleicht wollte ich einfach nur sicher gehen, dass er tatsächlich da war, als ob das Berühren das beweisen oder widerlegen könnte. Als ich ihn also berührte, machte er die Augen auf und lächelte. Er konnte sich nicht bewegen, die Wurzeln hielten ihn an Ort und Stelle, aber diese Kieferpflanze konnte sprechen, also sprach er. Wir waren für über eine Stunde da draußen und redeten. Ich kann jetzt nicht auf alles eingehen, was die Kieferpflanze erzählt hat, aber eine Sache ist wichtig. Irgendetwas ist da, unter der Tankstelle. Etwas Großes und Mächtiges. Etwas, das einen Plan hat, und ich habe über die Jahre in der Furzwolke dieses dunklen Gottes gearbeitet. Ich habe mich ja besonders schlecht gefühlt, die ausgewachsene Kieferpflanze anzuzünden, nachdem ich auch die restlichen Handpflanzen niedergebrannt hatte. Aber mal ganz ehrlich, was hätte ich denn sonst machen sollen? Als ich zur Tankstelle zurückkam, wartete dort Spencer auf mich. Er wusste, dass ich Bescheid wusste, und ich wusste, dass er es wusste. Ich erwartete deshalb schon halber, was als nächstes auf mich zukam. Aber nicht, dass er so viel Spaß dabei haben würde. Spencer schloss die Vordertür ab, um mir dann die Scheiße aus dem Leib zu prügeln. Ich würde ja gern sagen, dass ich es auch geschafft habe, ein paar gute Treffer unterzubringen, aber das wäre eine fette Lüge. Ich glaube, ich habe es nicht geschafft, ihm auch nur ein Haar zu krümmen. Wobei, immerhin sehen seine Fingerknöchel dank meines Gesichts ziemlich mitgenommen aus. Immerhin etwas. Spencer schleppte mich durch die Tankstelle zum Flur vorbei, an den Toiletten und der Gefrierkammer, bis zu dieser großen, seltsamen Tür, die mir vorerst ein paar Wochen aufgefallen war. Wenn ich die Fähigkeit besitzen würde, das Bewusstsein zu verlieren, wäre ich vermutlich inzwischen bestimmt ohnmächtig gewesen. »Warum tust du das?«, fragte ich, während er dreimal an die Tür klopfte. Da war ein Geräusch von der anderen Seite, und dann rief Spencer, »Mach auf, ich bin's!« Die Tür ging knarrend auf, und Spencer schleppte mich in einen Raum, den ich noch nie zuvor gesehen hatte.
Er sah aus wie ein altes Büro. Es gab einen Schreibtisch, der neben einer Wand aus Monitoren stand, auf denen waren Aufnahmen von Überwachungskameras von der ganzen Tankstelle und Umgebung zu sehen. Aufnahmen von Überwachungskameras, von denen ich nicht mal wusste, dass sie existierten. In der Mitte des Raumes war ein großes Loch, das aussah, als hätte man es mit einem Haufen Presslufthammern in den Boden geschlagen. Es ist Zeit für dich, meinen Chef zu treffen, sagte Spencer, als er mich an den Rand des Lochs schleppte. Kiefer? Sagte ich, worüber Spencer herzlich lachte. Nein, nicht Kiefer. Mein Chef hat Kiefer nach hier draußen geschickt und mich angeheuert, auf ihn aufzupassen. Mein Chef ist eine wesentlich größere Nummer als irgendein debiler Politiker. Ich hatte halb erwartet, dass Spencer jetzt damit anfangen würde, seinen klischeehaften Schurkenmonolog zu geben. Aber stattdessen hat er mich spartamäßig in dieses Loch getreten. Ich glaube, mein Bein ist gebrochen. Zumindest vermute ich, dass der herausschauende Knochen das impliziert. Aber was weiß ich schon, ich bin ja kein Arzt. Und ich würde mir jetzt auch eigentlich ernsthaft Sorgen machen, aber ich habe es geschafft, Spencers Handy in den ganzen Gerangel zu klauen. Und wie zu erwarten war, hat Spencer den gleichen Netzbetreiber wie Kiefer, was heißt, dass er hier draußen auf wundersame Weise Empfang hat. Ich habe Tom unter seiner Durchwahl angerufen, also sollte er bald da sein, da bin ich mir sicher. Und bis er hier auftaucht, kann ich an meinem Tagebuch weiterschreiben. Irgendjemand hat den Laptop gerade zu mir ins Loch geschmissen. Vielleicht war es Spencer? Denkt er vielleicht, dass ich tot bin? Vielleicht bin ich das ja. Wie gesagt, ich bin kein Arzt. Wer auch immer es war, ich habe zumindest das Geräusch von Sporen gehört, die gegen die Fliesen klapperten, als er davonging. Ich schätze, ich werde das Ding hier hochfahren und anfangen, mein Tagebuch abzuschreiben, bevor es zu spät ist. Okay, das war der letzte seiner Einträge. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wo nur war Jerry, als Spencer den armen alten Jack verprügelt hat? Naja, ich war in der Stadt, um ins Kino zu gehen. Ja, Thor Ragnarök. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, auf was wartet ihr noch? Er war ziemlich geil. Schätze, ich hatte Glück, dass ich unterwegs war, ansonsten hätte mich dieser Spencer-Typ vielleicht auch mit ins Loch geschmissen. Ich war derjenige, der Jack gefunden hat. Als ich zur Tankstelle zurückkam, war keine Menschenseele da, also habe ich angefangen zu suchen, bis ich die Tür am Ende des Gangs bemerkt habe. Sie war leicht angelehnt. Und ich habe eine ziemlich schlecht zusammengebaute Bombe unter der Kasse gefunden. Hat nicht lange gedauert, sie zu entschärfen. Ihr könnt den Pflichtkursen im Bombenbau bei den Mathematisten danken. Keine große Sache, nur mal wieder meine heldenhafte Wenigkeit. Ich bat Carlos, mir zu helfen, Jack aus dem Loch zu holen, und dann brachte Carlos ihn für ein paar Tage an einen nicht näher genannten Ort, bis sein Bein geheilt ist. Er bekommt seinen Laptop wieder, wenn er zurück ist. Bis dahin sind es nur ich, Carlos und die Waschbären. Wie beendet Jack diese Sachen immer? Oh, ja, richtig. Fortsetzung folgt. Edit. Ich habe mich beim Graben erwischt. Sich von einer Verletzung zu erholen ist scheiße. Sich von einer Verletzung zu erholen, wenn man nicht einschlafen kann, ist schlimmer. Sich von einer Verletzung zu erholen, wenn man nicht einschlafen kann, während man gleichzeitig von einem soziopathischen Lakaien eines dunklen Gottes mit einer persönlichen Vendetta gegen einen gejagt wird, ist noch schlimmer. Aber was am schlimmsten ist, ist trotz alledem zur Arbeit gehen zu müssen, weil, wie die Besitzer es ausdrücken, der neue Typ ein kompletter Trottel ist mit einer eigenwilligen und bösartigen Form von Dummheit, die ans Kriminelle grenzt. Und so bin ich gegen den Rat der Ärzte und immer noch leicht lediert hier in der heruntergehobenen Tankstelle am Rande der Stadt. Was wirklich erstaunlich ist, ist, dass ich erst seit einem Tag zurück bin und es bereits eine Opferzahl gibt. Darüber später mehr. Mein rechtes Bein ist vom Knöchel bis zum Oberschenkel in einem Gips und da die Tankstelle überraschenderweise nicht rollstuhlgerecht ist, bin ich mit Krücken unterwegs. Es sind mehrere Unterschriften auf meinem Gips, was seltsam ist, da ich mich nicht daran erinnern kann, dass jemand darauf unterschrieben hat. Aber vielleicht ist das auch nur ein Nebeneffekt der Schmerzmittel. Wenn ich ihn mir jetzt so anschaue, kann ich eine Nachricht sehen, die wohl Carlos dahin gekritzelt hat. Versuch nicht wieder in Schwierigkeiten zu kommen. C. Es gibt auch eine Nachricht, die mit rotem Buntstift geschrieben wurde. Jerry war hier. Da waren noch ein paar Unterschriften mit Edding und ein bisschen weiter mein Bein hoch. Ich muss meine Hose hochziehen, um es lesen zu können. Steht RTRATC Ausrufezeichen. Das ist echt unnötig kryptisch. Ich würde ja die Aufzeichnung der Überwachungskamera checken, um zu sehen, wen ich so nah an dieses heikle Gebiet gelassen habe. Aber die Besitzer haben dafür gesorgt, dass alle Kameras entfernt wurden. Schätze mal,
dass es mit diesem geheimen Überwachungsraum mit den ganzen Kameraaufnahmen zu tun hatte. Verhindert wohl einen Privatsphäre-Skandal und sowas. Wobei ich sagen muss, dass die Entfernung aller Kameras vielleicht eine kleine Überreaktion war. Insbesondere, wenn sich Spencer noch da draußen rumtreibt. Die Polizei nahm eine Aussage auf und konfiszierte die Überreste der Bombe. Sie nehmen die ganze Sache sehr ernst und es gibt einen Haftbefehl für Spencer Middleton, sollte er sich je wieder blicken lassen. Was Kiefer angeht, gestaltet sich die Situation etwas interessanter. Die Polizei konnte keine Belege dafür finden, dass er überhaupt existiert hat. Er besaß keine Immobilien oder Grundstücke auf seinen Namen, keinen Führerschein, keine sonstigen offiziellen Unterlagen. Das Einzige, was ihn überhaupt mit dieser Stadt in Verbindung brachte, war ein altes Jahrbuchfoto. Es scheint, dass Kiefer, nachdem er seinen Highschool-Abschluss hatte, komplett aus der Öffentlichkeit verschwand. Und jetzt, nachdem Spencers Versuch, die Tankstelle in die Luft zu jagen, fehlgeschlagen ist, hat Kiefer seinen Wahlkampf abgebrochen und ist einfach verschwunden. Der Sheriff hat einen neuen Deputy, Arnold, losgeschickt, um ein- oder zweimal am Tag nach mir zu sehen. Arnold ist nicht von hier, deshalb hat er wahrscheinlich zugestimmt, Tom als neuen Tankstellen-Babysitter zu ersetzen. Er ist etwa 1,80 Meter groß, dunkelhäutig und hat einen Schnauzer, der so dicht ist, dass man einen von diesen Vorgartenflamingos darin aufstellen könnte. Seine Augen scheinen einen die ganze Zeit zu sagen, man solle mit dem Unsinn aufhören, und ich habe ihn bisher kein einziges Mal lächeln gesehen. Ich weiß noch nicht, ob aus Arnold der nächste Tom oder der nächste Spencer wird. Momentan scheint beides noch möglich zu sein. Arnold war derjenige, der mich heute bei der Arbeit abgesetzt hat. Schließlich soll ich erstmal für eine Weile nicht mehr am Steuer sitzen. Was schon in Ordnung ist. Ich habe ja schließlich keinen Roadtrip in nächster Zeit geplant. Auf dem Weg zur Arbeit kamen wir am SUV des bärtigen Mannes vorbei, der am Straßenrand stand und durch welchen ein Baum wuchs. Ich fragte Arnold danach, aber er zuckte einfach mit den Achseln und sagte, ich solle mich nicht in anderer Leute Sachen einmischen. Ich fragte ihn auch nach dem Schicksal des Besitzers des Wagens. Arnold glaubt, dass sich dieser im Wald verirrt hat, genau wie die Wanderer im letzten Herbst. Die Suche sei momentan im Gange und er war sich sicher, dass sie ihn finden würden. So oder so. Nachdem Arnold mich heute abgesetzt hatte, fing ich mit den üblichen Sachen an, die ich so zu Anfang meiner Schicht tue. Ich habe die Einnahmen aus Marlboros Kasse überprüft und war weder überrascht, dass irgendwie $150 mehr drin waren, als eigentlich sollten, noch dass dieser Überschuss komplett aus 1-Dollar Münzen bestand. Ich habe alle Rechnungen erfasst, die sich seitdem ich weg war, hier gestapelt hatten und die Mülleimer geleert. Ich hätte ja gehofft, dass ich dem Cowboy über den Weg laufen würde, aber der Einzige, der in der Herrentoilette war, war dieser übergewichtige hispanische LKW-Fahrer, der die Toilette und die Atemluft mit seinem unheiligen Zorn bestrafte, was schon fast eine eigene Geschichte verdienen würde. Die Sonne ging gerade unter, als ich zum Müllcontainer humpelte und versuchte, mit Müllsäcken und Krücken die Balance zu halten. Ich sah wahrscheinlich aus wie ein Rehkitz, das gerade laufen lernt. Also, während es betrunken ist, auf zwei Beinen läuft und dabei Müllsäcke schleppt. Das Stück verbrannte Erde neben den Müllcontainern sah noch so aus, wie ich es zurückgelassen hatte. Der Untergrund komplett geschwärzt. Irgendwo kurz hinter dem Waldrand war ein anderer Fleck mit verschmorten Überresten, die ich vergessen habe, bei meiner Aussage bei der Polizei zu erwähnen und die für den unbedachten Beobachter vielleicht wie die Überreste eines menschlichen Körpers aussehen könnten. Bevor ich umdrehte, um zurückzugehen, bemerkte ich etwas Merkwürdiges an der Seite des Müllcontainers. Zuerst habe ich es für ein Spielzeug gehalten, welches an der schmutzigen Außenwand klebt, aber dann realisierte ich, dass das Ding sich bewegte, atmete, langsam kroch und das klebrige Zeugfraß, das aus den rostigen Stellen des Containers rausleckte. Das Ding sah aus wie eine riesige Tomatenraupe, etwa 20 cm lang, und als es dunkel wurde, fing das Teil, so wahr ich hier stehe, an zu leuchten. Dieses Raupending schien es nicht zu kümmern, dass ich da war, und es ließ sich sogar von mir mit einem alten Starburst-Bonbon füttern, das ich noch in der Hosentasche hatte. Ein gelbes, da ich, wie alle anderen, die gelben hasse. Das Kerlchen leuchtete ein bisschen heller, als es das Bonbon aß, und ich gab ihm einen kleinen Stups. Seine Haut war nicht so feucht, wie sie aussah. Tatsächlich sah es so aus, als wäre sie von ganz vielen kleinen Haaren bedeckt. »Du bist gar nicht so schlimm«, sagte ich, während es an der Süßigkeit knabberte. »Nicht alles hier draußen muss angstentflößend sein, oder?« Es wackelte mit seinem Körper und kroch zu einem Platz auf der Rückseite des Müllcontainers mit mehr Glibber. Und ich ging zurück in die Tankstelle. Marlboro hat wieder mit dem Rauchen angefangen. Er hatte für eine Weile aufgehört, aber hat uns dann erklärt, dass das Leid, das er deswegen ertrug, wesentlich schlimmer war als das Leid, das er uns durch Passivrauchen zufügen würde. Weswegen mathematisch gesprochen es überhaupt keinen Sinn ergeben würde, dass er damit aufhört. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass er seine Philosophie ablegen würde, nachdem die ganze Gruppe einfach auf mysteriöse Weise verschwunden war. Aber jetzt befürchte ich fast, dass er nicht mehr rehabilitiert werden kann. Na, nun ja. Heute war ein ziemlich normaler,
also nicht ganz normal, aber zumindest durchschnittlicher Tag an der Tankstelle. Wir hatten einige merkwürdige Besucher. Wir hatten auch einige normale Besucher und während des Tages habe ich ein Buch fertig gelesen, ein paar langweilige Tagebucheinträge gemacht und bin sogar online gegangen, um eine Weile im Internet zu surfen. Unter dem Tresen ist ein weiteres an mich adressiertes Paket. Wieder ein Absender, den ich nicht kenne. Ich bin bei dem letzten Paket ein Risiko eingegangen und es enthielt etwas Großartiges, aber dann hat Spencer versucht, mich umzubringen. Und mein Bauchgefühl sagt mir wieder, es nicht zu öffnen. Oh, ich wurde heute im Laden angerufen. Ein paar Stunden nach Sonnenuntergang. Es war ziemlich spät, aber es ist schwer zu sagen, wann es genau war. Marlboro schlief schon in seiner Hängematte in der Vorratskammer und ich kann mich nicht mehr erinnern, wer der letzte Kunde war. Es war irgendwann in diesem temporalen Ödland zwischen Abenddämmerung und Morgengrauen. Hallo? Jack, hör gut zu. Du kennst mich jetzt. Aber was ich jetzt sage, wird dein Leben retten. Aber nur, wenn du meinen Anweisungen befolgst und genau das tust, was ich dir sage. In der Schublade zu deiner Rechten findest du einen Stift und Papier. Nimm sie und schreib das Folgende auf. Das sind die Regeln, um zu überleben. Erstens, verlasse nicht die Tankstelle. Geh unter keinen Umständen nach draußen. Zweitens, trink nicht das Leitungswasser. Berühr es am besten nicht. Riech nicht dran und schau es nicht an. Von hier an fort heißt es Wasser aus der Flasche. Drittens, trau deinen Augen nicht. Viertens, verbarrikadiert die... Warte, wo ist der Stift? Er seufzte. In einer Schublade rechts. Mein rechts oder dein rechts, fragte ich. Dein rechts. Wie zum Teufel könnte es mein rechts sein? Dann hörte ich eine Autohupe hupen. Es war die alte Witwe, Frau Sistrunk. Sie ist auch eine Einheimische, um die 100 Jahre alt, wenn ich raten müsste, und inzwischen nicht viel mehr als ein Skelett in einem schlecht sitzenden Hautanzug mit grellem Lippenstift um den Mund geschmiert. Nachdem ihr Mann gestorben war, hatte sich Agatha Sistrunk ein Hobby zugelegt. Sie kaufte und sammelte Sport- und übergroße Geländewagen und fuhr diese nachts mit atemberaubender Geschwindigkeit über die Landstraßen um die Stadt. Ihr neuester Kauf war ein nagelneuer Ford F-550. Mit einem Bild vom unglaublichen Hulk in seiner ganzen grünen Großartigkeit auf die Seite gemalt. Sie war eine sehr nette alte Frau, nicht größer als 1,40 Meter. Deswegen trug sie auch spezielle Schuhe, um die Pedale erreichen zu können. Sie kam immer zu dieser Tankstelle zum Tanken, weil sie wusste, dass ich ihr helfen würde. Irgendwie hat sie noch nie selbst im Leben getankt und war wohl auch nicht interessiert daran, es zu lernen. Eine Sekunde, sagte ich zu der Stimme am anderen Ende des Telefons. Bin gleich zurück, Frau Sistrunk braucht mich zum Tanken. Ich höre dir zu, sagte ich, als ich meine Krücken packte und mich bereit machte zu gehen. Aber ich arbeite nicht für dich. Damit legte ich auf und ging raus, um Frau Sistrunk zu helfen. Die alte Agatha war froh zu sehen, dass ich wieder bei der Arbeit war. Marlboro machte sie anscheinend nervös. Sie sagte, dass er mit ihr flirtete und während den Tanken rauchte. Bevor sie fuhr, gab sie mir ein leeres Sixpack mit Lightbeer und fragte mich, ob ich ein Schatz wäre und die für sie wegschmeißen könnte. Ich kann Agatha nichts abschlagen. Als ich zurückkam, um ihren Müll wegzuwerfen, bemerkte ich etwas Unglaubliches. Die Leuchtraupe von heute Morgen hatte sich in einen riesigen Kokon verpuppt und hing an der Rückseite des Müllcontainers. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber irgendwie erfüllte das mich mit irgendeiner Art von... Keine Ahnung, was ist das Gegenteil von existenzieller Angst? Euphorie? Existenzielle Hoffnung? Fühlt sich so Optimismus an? Also... Ich weiß wirklich, dass es unsinnig ist, aber wenn ich sehe, wie diese müllfressende Raupe ihre tapfere Transformationsreise antritt, bekam ich dieses kribbelige Gefühl in meiner Seele, ganz so, als wäre das ein Zeichen. Als die Raupe dachte, dass ihr Leben zu Ende war, wurde sie zu einem Schmetterling. Mein Leben hat sich auch schon länger angefühlt, als wäre es bald zu Ende, mein kleiner Freund. Vielleicht stehe ich ja auch kurz vor einer Metamorphose. Vielleicht muss die Welt nicht seltsam und unheimlich sein. Vielleicht kann sie seltsam und cool sein. Ich habe mich entschlossen, dass egal was aus diesem Kokon schlüpfen mag, Schmetterling, Motte oder Monster, ich werde es Starburst nennen. Ich humpelte zurück zur Tankstelle und warf einen letzten Blick über meine Schulter auf den Müllcontainer, nur um zu sehen, wie einer der Waschbären sich den Kokon in den Mund stopfte und das ganze Ding in ein paar Bissen verschlang, um dann nach einem Augenkontakt mit mir in den Wald zu rennen. Carlos kam für seine Spätschicht in den Laden und fragte mich, wie ich mich fühlen würde. Ich sagte ihm, dass der Schmerz erträglich sei. Er nickte, so als wäre das die Antwort, die er erwartet hatte, und ich vertiefte mich wieder in mein Buch. Ein paar Minuten später kam der Mann mit dem Bart in die Tankstelle. Ich hätte ihn fast nicht als den Mann wiedererkannt, der sich auf die Jagd nach dem Wesen, das er einen Anglerfisch nannte, gemacht hatte.
Er hatte viel Gewicht verloren, sein Bart war nicht mehr annähernd so gut gepflegt und er roch, als ob er in einer Wanne mit Pisse gebadet hätte, in die zusätzlich noch jemand gefurzt hatte. »Hey«, sagte ich, als er reinkam, »du lebst noch, cool.« Hatte ich erwähnt, dass der Mann eine Pistole in der Hand hielt, als er hereinkam? Für den kürzesten Augenblick dachte ich daran, was wohl mit seiner großen Knarre passiert war, aber ich hatte keine Zeit, ihn zu fragen. Er fand direkt die Schlösser an der Tür, schloss diese ab und legte dann die kurze Strecke zu meiner Kasse zurück, während er mit der Pistole auf mein Gesicht zielte. »Ich hab dir gesagt, du sollst nicht rausgehen. Du hast Glück, dass du noch lebst«, schrie er, bevor er das Ladentelefon aus der Wand riss und es mit einem lauten, befriedigenden Schlag auf den Boden warf. Er fragte dann, »Wer ist sonst noch hier?« »Mal sehen«, sagte ich und dachte nach, »da sind du, ich, wahrscheinlich der andere Kassierer, wenn er nicht wieder in die Stadt gegangen ist.« »Draußen steht ein Auto. Toyota. Ist das deins?« »Oh, nein, das muss Carlos gehören.« Wie auf Kommando kam Carlos aus dem hinteren Teil und blieb sofort stehen, als er den bärtigen Mann sah, der immer noch mit seiner Waffe auf mein Gesicht zielte. Carlos war vielleicht versucht, etwas zu unternehmen, wenn er nicht einen 50-Pfund-Sack mit Mais über der Schulter getragen hätte. Er hob einfach seine freie Hand und sagte leise, »Ey, Mann, wir wollen keinen Ärger. Wenn du das Geld willst, dann nimm es. Hier will niemand den Helden spielen.« Der bärtige Mann lachte in einer echt unausstehlichen Weise und sagte, »Doch, da gibt's mindestens einen. Mein Name ist Benjamin und ich bin hier, um eure traurigen Ärsche zu retten.« Carlos und ich schauten uns an. Vieles kann mit einem Blick vermittelt werden, wenn man die Person kennt, die man gerade ansieht. Er hat versucht zu sehen, was ich tun wollte, und ich wollte ihm mitteilen, dass er sich entspannen soll. »Okay«, sagte ich. »Was sollen wir tun, Benjamin?« »Da ist etwas Böses an der Tankstelle und niemand geht hier weg, bis ich nicht weiß, was es ist. Denn ich weiß, dass jemand mit dem Ding zusammenarbeitet. Ich hab's nämlich gesehen, in meinen Träumen. Ich weiß, dass du es auch gesehen hast.« Nun, in der Sache lag er falsch. Dann kam Marlboro aus der Vorratskammer, streckte sich und gähnte und Benjamin schnappte ihn blitzschnell und hielt ihn in einem Würgegriff, bevor Marlboro wusste, was überhaupt los war. Benjamin drückte die Waffe an Marlboros Kopf. »Hörst du überhaupt zu?«, schrie Benjamin. »Ich hab dir gerade gesagt, dass die Welt, wie du sie kennst, nur eine Fassade ist. Hier lebt der Teufel und einer von euch arbeitet mit dem zusammen.« Er sah uns beide an und wartete wohl auf eine bestimmte Reaktion. Ich glaube, wir haben seine Erwartungen nicht erfüllt. Ich zuckte mit den Achseln und sagte, »Schnicke.« Marlboro überraschte alle, indem er halb lachend, halb brüllend, »Lasst uns loslegen, ich hab keine Angst zu sterben«, von sich gab, bevor er nach oben griff, die Waffe gegen seinen Kopf drückte und den Abzug betätigte. Ich habe schon eine Menge seltsamen Kram gesehen, seitdem ich an der heruntergekommenen Tankstelle arbeite. Ich wurde ein- oder zweimal fast getötet. Ich habe gesehen, wie derselbe Typ immer und immer wieder starb. Ich habe Dinge gesehen, die vielleicht real waren und vielleicht auch nicht, weil ich glaube, dass mein Verstand versucht, die Tatsache auszugleichen, dass ich nicht träumen kann. Ich habe Kugelblitze gesehen, Menschen mit blauer Haut, einen Mann mit zwei Köpfen, einen sprechenden Hund und einen Elvis-Doppelgänger, der vielleicht etwas zu überzeugend war. Ich habe so viel seltsames Zeugs hier in diesem Raum gesehen, aber das war das erste Mal, dass ich diese Art von überraschtem Blick bei jemandem gesehen habe. Es war einfach unbezahlbar. »Was zum Teufel ist kaputt mit euch?«, sagte Benjamin und zog sich von uns zurück. »Mit uns ist alles in Ordnung«, sagte Marlboro erleichtert, als er aus dem Schwitzkasten befreit war. »Was zum Teufel ist mit deiner Waffe los?« »Woher wusstest du, dass ich keine Munition mehr habe?« »Wusste ich nicht!« Es machte einen lauten Schlag, als Carlos den Sack Mais fallen ließ. Er sprach als nächstes. »Ich glaube, vielleicht solltest du von hier verschwinden, Kumpel, solange du noch kannst.« »Ich fürchte, das kann ich nicht«, antwortete Benjamin. »Nicht, bis das Ding tot ist. Und nicht, bis ich...« Ich hörte ein lautes Patsch, nach welchem Benjamin bewusstlos auf dem Boden zusammenbrach. Nachdem meine Augen die Situation verarbeitet hatten, hoffte ich nur, dass das eine Halluzination war, aber... Der Ausdruck von Angst auf Carlos' Gesicht sagte mir, dass das nicht der Fall war. Der Mann, der hinter Benjamin stand und eine blutige Schaufel hielt, der Mann, der gerade unsere Ärsche gerettet hatte, lächelte mit einem zähnefletschenden Grinsen, das er nur machte, wenn er die Art von Schmerz zugefügt hatte, die er gerade verursacht hatte. »Hey Jack«, sagte Spencer Middleton, »hast mich vermisst?« Er hat Carlos und Marlboro in die Gefrierkammer gesperrt. Marlboro war schon immer jemand, der mit dem Flow ging, von daher ging er freiwillig in die Gefrierkammer. Carlos hatte sich gewehrt, weswegen er am Ende zerschrammt, blutig und beinahe bewusstlos war. Von dem, was ich sehen konnte, sah es so aus, als wäre Benjamin vielleicht tot. Im besten Fall lag er in einer sich langsam ausbreitenden Lache seines eigenen Blutes.
Spencer holte ein paar Stühle aus dem Lager und stellte sie beide vor der Kasse einander gegenüber. Ich musste zu einem hinhumpeln und mich hinsetzen. Dann drehte er den anderen um, um sich rückwärts darauf zu setzen, wie einer dieser coolen Lehrer aus den 90ern. Ich will nur, dass du weißt, sagte er. Ich bin nicht sauer auf dich und er auch nicht. Er wollte, dass ich dir diese Nachricht weiterleite. In Spencers Gesicht waren immer noch Blutflecken von Carlos, als er diesen verprügelt hatte. Dein Chef? Fragte ich. Ja, er war sauer auf dich wegen dem, was du Kiefer angetan hast und wollte, dass ich dir zeige, was mit unartigen Kindern passiert. Du solltest ihn eigentlich treffen, aber das lief nicht so wie gedacht. Was? Ich schätze, es war einfach nicht meine Zeit zu sterben, antwortete ich. Da verblasste das Lächeln in Spencers Gesicht, er schüttelte den Kopf und sagte, sterben? Nein, 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 nein. Du solltest nicht sterben. Du kannst nicht sterben. Wir brauchen dich. Ich sah, wie sich hinter Spencer etwas bewegte, aber ich habe versucht, den Augenkontakt mit ihm nicht zu unterbrechen. Es war Benjamin. Er war am Leben und gerade jetzt meine beste Chance, aus dieser Situation herauszukommen. Er bewegte sich langsam auf dem Boden, gewann das Bewusstsein zurück, machte aber auf wundersame Weise keinen Lärm dabei. Ich versuchte, Spencers Aufmerksamkeit zu behalten. Dein Chef. Erzähl mir mehr über ihn. Wie hat er dich gefunden? Wer ist er? Spencer kicherte. Oh, er hat viele Namen, aber du wirst ihn schon bald treffen. Und dieses Mal werden wir nicht unterbrochen. Und meine Freunde? Ist mir egal. Sie können sich anschließen. Sie können sterben. Das macht keinen Unterschied. Übrigens, Jack, ich wollte dich fragen. Habt ihr jemals herausgefunden, wer die Bombe platziert hat? Ich lachte leise. Ja, die Polizei hat sie mitgenommen. Sie wissen, dass du es warst. Sie wissen alles. Naja, fast alles. Okay, im Großen und Ganzen wissen sie sehr wenig, aber sie wissen, dass du mich töten wolltest und dass du eine Bombe in der Tankstelle platziert hast. Spencer schüttelte wieder den Kopf. In beiden Fällen liegst du falsch. Wenn ich dich tot sehen wollte, wärst du tot. Und eine Bombe? Im Ernst? Nicht mein Stil. Ich glaube, er hatte mir noch mehr zu sagen, aber das werde ich wohl nie erfahren, denn an diesem Punkt packte Benjamin Spencers Kopf, zog ihn nach hinten und schnitt mit einer Klinge von der Größe des Chihuahuas durch seine Kehle, wobei er den Kopf halb abtrennte. Blut spritzte in heftigen Schüben aus der Wunde hervor, bevor es aufhörte und Spencer Middleton der Vergangenheit angehörte. Das ist, was du verdienst, verspottete Benjamin ihn, als er Spencers leblosen Körper auf den Boden warf. Blut strömte heraus und mischte sich mit all dem anderen Kram auf dem Boden. Das wird eine Scheißarbeit sein für denjenigen, der es wegwischen darf. Als wir den Gefrierschrank öffneten, konnten wir feststellen, dass Marlboro seine Ader als untalentierte Krankenschwester entdeckt hatte. Er hat Carlos Gesicht mit einer ganzen Menge gefrorenem Fleisch behandelt. Gegen die Schwellungen. Ich machte uns allen eine frische Kanne Kaffee und wir setzten uns um den Tisch am Fenster. Für den Fall, dass ein neugieriger Passant vorbeikommen sollte, legten wir eine Plane über Spencer und stellten das Schild mit frisch gewischt daneben. Wir saßen da etwa für eine halbe Stunde in bedeutungsvoller Stille und tranken unseren Kaffee. Als wir mit der dritten Tasse fertig waren, fing Carlos an zu sprechen. Sein Kiefer war ziemlich schlimm angeschwollen, aber er konnte seine Wörter doch mit nur wenigen Problemen aussprechen. Also, warum haben wir noch nicht die Polizei gerufen? Das war eindeutig Selbstverteidigung. Ich habe das Gesicht, um es zu beweisen. Ja, sagte Benjamin nach langer Überlegung. Ja, rufen wir sie an, das wäre gut, aber morgen müssen wir uns ernsthaft unterhalten, Jack. Ich rief Arnold vom einzigen Telefon im Gebäude mit Empfang an, Spencers Handy. Der Deputy hörte mir zu, ich gab ihm nur die einfach gekürzte Version von den Ereignissen dieser Nacht. Er sagte, dass er sich direkt auf den Weg machen würde, nachdem er aufgestanden und ein paar Klamotten angezogen hatte. Als nächstes rief ich die Besitzer an und sie waren nicht sehr glücklich über die Situation. Sie sagten mir, dass ich das nächste Mal zuerst anrufen sollte. Nächstes Mal? Im Moment sitzen die anderen am Tisch und starren aus dem Fenster und ich sitze hier vor meinem Laptop und dokumentiere die Nacht, solange die Erinnerung noch frisch ist. Ich weiß, dass diese Sache noch nicht vorbei ist. Ich glaube, die Tankstelle wird für ein oder zwei Tage zumachen müssen, aber wenn sie wieder geöffnet ist, werde ich hier sein und an meinem Tagebuch schreiben und dabei, so gut es geht, jeden ignorieren, der durch diese Türen hereinkommt. Ich schätze, das bedeutet, dass die Geschichte hier fortgesetzt wird. Es ist jetzt ungefähr eine Stunde her seit meinem letzten Beitrag. Wir hatten bisher noch keine Kunden und wenn die Tankstelle kein Tatort wäre, hätte ich vielleicht einen der anderen Mitarbeiter gebeten, die große Blutlache in Richtung der Abflüsse bei den Kühlregalen zu wischen.
Für diejenigen unter euch, die nicht auf dem Laufenden sind, ist es vielleicht sinnvoll, erstmal meine früheren Beiträge anzuhören. Ich weiß nicht, wie Arnolds persönliche Pflegeroutine aussieht und bedenkt man seinen Schnurrbart, gehen vermutlich allein dafür bereits 20 Minuten drauf. Aber selbst wenn man das mit einrechnet, hätte er schon lange an der Tankstelle sein müssen. Ich rief ihn vor ein paar Minuten an, um sicherzugehen, dass er sich nicht wieder schlafen gelegt hat und um sicherzugehen, dass ich mir den ersten Anruf nicht bloß eingebildet hatte. Die Unterhaltung lief etwa wie folgt ab. Ja? Hey Arnold, bist du unterwegs? Ihr müsst warten. Wir hatten einen kleinen Notfall. Okay. Die Straße zwischen der Stadt und euch ist blockiert. Okay, welche? Alle. Sogar die Feldwege. Das muss ein verrückter Sturm gewesen sein. Ich habe noch nie so etwas gesehen. Alle Straßen sind komplett mit Bäumen bedeckt. Aber, weißt du, nicht umgefallene Bäume. Die Teile wachsen einfach mitten aus der Straße. Ich versuche schon den ganzen Morgen einen Weg außen herum zu finden, aber ich gebe es auf. Ich werde mich vermutlich gleich zu Fuß auf den Weg machen. Durch die Bäume hindurch. Nur um sicher zu gehen. Du hast gesagt, dass Spencer Middleton sich letzte Nacht gemeldet hat. Gab es weitere Kontakt mit ihm? Nun, technisch gesehen ist er gerade hier. Er kam rein und ein paar Sachen sind passiert und jetzt ist er tot. Was? Verstehe ich dich richtig? Es gibt eine Leiche an der Tankstelle? Ich habe ihm das alles schon erzählt. Mann, ich vermisse wirklich Tom. War dir das nicht klar? Es tut mir leid, antwortete er. Als das Telefon vorhin geklingelt hat, hat es mich aus diesem seltsamen, schönen Traum über einen dunklen Gott gerissen, der mich in seiner ewig währenden Gnade rief, mich bei der Hand nahm und mich dann in das gesegnete Reich des Vergessens führte. Er befreite mich von allen Schmerzen und Leiden dieses sterblichen Gefängnisses und nährte mich wie ein Kind. Er lud die gesamte Welt in ein Reich höherer Existenz ein und erteilte mir das Privileg, mich in seine glorreiche Knechtschaft zu begeben. Okay, sagte ich. Ich schätze, ich sehe dich dann, wenn du hier bist. Ich habe dann aufgelegt und geschaut, wie der Akkustand des Telefons war. Knapp über 50%. Und was ist los gewesen? Fragte Benjamin. Arnold ist zu Fuß unterwegs, aber wir haben vielleicht ein anderes Problem. Heilige Scheiße, seht ihr das? Fragte Carlos und zeigte aus dem Fenster. Ich konnte von meiner Position hinter dem Tresen nicht sehen, auf was er zeigte, und ich hatte nicht wirklich Lust, über eine Leiche zu humpeln, nur um es herauszufinden. Was ist los? Fragte ich daher. Da sind ein Haufen nackter Leute auf der Straße, die hierher kommen, antwortete Carlos. Was redest du da für einen Scheiß? Rief Marlboro, der sich auf einmal stark für das Geschehen interessierte. Das sind nicht irgendwelche Leute. Ich kenne die. Das ist Marla und Tyler und da ist Fred. Und zumindest waren das die Namen, die ich ihnen gegeben habe. Benjamin ging zur Slushy-Maschine und fragte über die Schulter. Sind es Freunde von dir? Eigentlich Familie. Nun, das waren sie zumindest, bevor sie verschwunden sind, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie so aussahen. Wie? Fragte ich, als ich anfing, ein unbehagliches Gefühl zu bekommen. Wie? Er brauchte eine Sekunde, um die Worte zu finden, aber alles, was er fand, war... Sie sehen komisch aus. Die Gruppe bewegte sich weiter in Richtung der Tankstelle und sie waren jetzt nah genug, dass ich sie auch sehen konnte. Es waren mindestens ein Dutzend Menschen komplett nackt. Umso näher sie kamen, umso mehr Details konnte ich erkennen und umso mehr wünschte ich mir, dass ich das nicht könnte. Ihre Augen waren milchig und blass, Maden krabbelten aus entzündeten Wunden am ganzen Körper, ihre Haut war schmutzig und von Läsionen und Prellungen bedeckt. Marlboro hatte recht, sie sahen komisch aus. Ich bin mir sicher, dass ihr diese klassische Art kennt, in der sich Zombies in Hollywood-Filmen bewegen. Die wankenden, untoten Körper mit eingeschränkten motorischen Fähigkeiten. Der erschreckendste Teil dieser Menschen, welche sich den Eingangstüren der Tankstelle näherten, war, dass sie zu 100% normal liefen. Es gab ein lautes Krachen, das uns alle dazu brachte, mit unserem vermutlich unhöflichen Starren aufzuhören. Wir drehten uns alle um zu sehen, wie Benjamin die Slushy-Maschine umgeschmissen hatte und gerade versuchte, sie über Spencer in Richtung der Türen zu ziehen. Das klebrige, sirupige Getränk lief überall auf dem Boden, mischte sich mit dem geronnenen Blut und bedeckte den Boden in einer roten, braunen und violetten, viskosen Suppe. Wir werden so ein großes Insektenproblem nach dieser ganzen Aktion haben. Marlboro und Carlos brauchten gar nicht zu fragen, was los war. Sie erkannten sofort den Plan und begannen, alles zu packen, was nicht nied- und nagelfest war, und es vor den Türen als Barrikade aufzubauen. Ich hätte ja geholfen, wenn es nicht dieses gebrochene Bein gegeben hätte,
Außerdem sah es so aus, als hätten sie alles unter Kontrolle. Glaubt ihr, Jungs, ihr könnt lang genug am Leben bleiben, bis die Hilfe hier ankommt? Fragte Benjamin. Wir haben fast 90 Jahre Erfahrung, damit am Leben zu bleiben, wenn man uns zusammenrechnet, scherzte Carlos. Benjamin richtete seine nächste Frage an mich. Hast du irgendwelche Waffen hier? Das Einzige, was ich hatte, war ein halbleerer Benzinkanister in der Vorratskammer und einige wirklich harte Streifen Jerky. Aber er konnte sich natürlich alles nehmen, was nützlich erschien. Dann begann er MacGyver-mäßig einen Speer aus Stuhlbein und Glasscherben von der Getränkemaschine zu bauen. Vor etwa 10 Minuten ging der Strom an der Tankstelle aus. Jetzt wäre genau der richtige Zeitpunkt, um ein im Dunkeln leuchtendes Haustier zu haben. Scheiß Waschbären. Benjamin sucht immer noch nach Waffen, während Carlos Dinge sucht, die er an der Vordertür verkeilen kann, und Marlboro hat sich die Hintertür vorgenommen. Vorausgesetzt, er ist nicht eingeschlafen. Nachdem Benjamin meine Krücken beschlagnahmt hat, fühle ich mich jetzt noch nutzloser. Daher dachte ich mir, warum nicht die Zeit nutzen, um alles schnell aufzuschreiben für den Fall, dass Arnold es nicht rechtzeitig hierher schafft. Also, für alle Fälle, möchte ich demjenigen, oder ist es denjenigen? Ich verwechsel das immer. Der das ihr findet, noch ein paar Dinge sagen. Zuerst möchte ich mich an die Besitzer wenden und mich für das ganze Chaos entschuldigen. Als nächstes an Sie. Es tut mir leid, dass wir uns nicht ein letztes Mal begegnet sind. Drittens, wer auch immer ständig Teer in den Graben vor der Tankstelle kippt. Ich hasse dich. Okay, das ist alles, was ich zu sagen habe, glaube ich. Es war ein seltsamer und verrückter Trip. Das war Jack von der Tankstelle. Ich melde mich zum letzten Mal ab. Ich bin nicht gestorben. Tut mir leid, dass es so lange her ist seit dem letzten Update. Ich habe gerade meinen Laptop von der Polizei zurückbekommen. Ich weiß, dass ihr euch wahrscheinlich fragt, was passiert ist. Naja, letzte Woche habe ich einen dunklen Gott getroffen. Wir waren stundenlang ohne Strom in der Tankstelle. Zu dieser Jahreszeit ist es kalt, also kuschelten wir uns um einen Teller mit Duftkerzen und aßen Schweineschwarten und Dosenbohnen. Marlboro schlief fast ein paar Mal ein, bevor Carlos beschloss, sich die Koffeinpillen hinter der Theke zu schnappen. Er verteilte sie und wir alle nahmen ein paar, spülten sie mit kaltem Kaffee runter und sagten uns selbst, es sei dafür, um die Wachsamkeit zu stärken. Aber alles, was die Pillen für mich taten, war eine Herzrhythmusstörung auszulösen. Es wäre schon lustig, wenn die Viecher es endlich schaffen, hier einzubrechen, nur um uns vier dann wegen Herzversagen tot vorzufinden. Nun, nicht lustig, aber ihr wisst schon, was ich meine. Carlos versuchte ein paar Mal ein Gespräch mit Benjamin anzufangen, aber der bärtige Mann war nicht sehr gesellig. Bist du in der Armee? Nee. Ich kannte da einen Kerl. Er war ein Ranger in der Armee. Du erinnerst mich an ihn. Okay. Diese Dinger da draußen. Irgendeine Ahnung, wie wir es zu tun haben? Hast du so etwas schon mal gesehen? Nee. Hast du Familie? Nee. Ich habe Spencers Telefon den ganzen Tag über überprüft, aber es hatte keinen Empfang mehr. Ich habe ein paar Mal versucht, 911 zu rufen, aber selbst die Anrufe sind nicht durchgekommen. Als der Akku 5% erreichte, habe ich es ausgeschaltet. Vielleicht wäre später noch nötig gewesen, einen Notruf abzusetzen. Irgendwann begann die Wirkung des Adrenalin und der Pillen nachzulassen und ich erinnerte mich daran, dass mein Bein ja immer noch von einer komplexen Fraktur heilte und vielleicht hätte ich nicht so schnell wieder zur Arbeit kommen sollen. Ich ging unbeholfen zur Theke, um meine Medikamente zu holen. Während ich dort war, fiel mein Blick auf das noch immer verpackte Paket im Regal unter der Kasse. Ich entschloss mich, es zu ignorieren und packte stattdessen die Mitarbeiter-Whiskyflasche, welche dahinter stand. Wir haben uns gesagt, es wäre, um die Nerven zu beruhigen, auch wenn es nur meine Herzrhythmusstörung verschlimmerte. Ein paar Stunden vergingen. Nachdem wir die erste Flasche vernichtet hatten, öffneten wir eine weitere. Dann stieg Marlboro mit Energy Drinks ein, weil wir etwas zu mischen brauchten. Irgendwann zog der ehemalige Kultist seinen Vorrat heraus und zündete einen Joint an und verwandelte, ohne zu fragen, könnte ich hinzufügen, die ganze Tanke in eine Räucherkammer. Ich konnte mich nicht erinnern, ob ich meine Schmerzmittel schon genommen hatte, also schmiss ich ein paar ein. Als die Sonne unterging, kreisten zwei Gedanken in meinem Kopf. Erstens, es wird wirklich verdammt früh dunkel. Und zweitens, dass wir vielleicht ein bisschen zu weit neben der Spur sind, um das zu bewältigen, was noch auf uns zukommt. Die Zeit wurde nur noch illusorischer als sonst, als der Laptop den Geist aufgab und wir keine Möglichkeit mehr hatten zu wissen, wie lange wir bereits ausharrten. Wir fingen an, die verstrichene Zeit in Kerzen zu messen. Unsere Snackvorräte und unsere Moral liefen um die Wette, was als erstes am Ende wäre. Irgendwann nahm mich Carlos zur Seite und fragte mich, was ich von Benjamin halten würde. Ich sagte ihm, dass er für diese Woche der netteste Typ war, der mir je eine Waffe ins Gesicht gehalten hatte. Carlos sagte mir, dass er ein komisches Gefühl hatte, was ihn betrifft. Ich erinnerte Carlos daran, dass er selbst Kiefer ein paar Mal umgebracht hatte und daher vielleicht von seinem hohen Ross runterkommen sollte. Hey! Rief Benjamin vom anderen Ende des Raums. Worüber schwätzt ihr beide? Anime. Ich hab gelogen. Ich glaube, er hat es uns abgekauft.
Komm zurück hierher, ich brauche heute Abend keine weiteren Leichen. Benjamin war in der Ecke und wärmte sich die Hände über den Kerzenteller. Es war die einzige Lichtquelle im Gebäude und warf Schatten, die man vielleicht als gruselig bezeichnen könnte, wenn es nicht so eine ernste Tod- oder Lebenssituation gewesen wäre. Einige dieser Schatten sahen aus wie Gesichter, lächelten, lachten über uns Idioten. Ein, zwei sahen aus wie ehemalige Präsidenten. Einer davon fragte mich nach der Uhrzeit und... Heilige Scheiße. Ich war auf einem Trip. Geht's dir gut, Mann? Fragte Carlos und brachte mich zurück in die Realität. Ich habe wirklich keine Ahnung. Hast du hier herausgefunden, wer die Bombe gelegt hat? Fragte Spencer Middleton mit einem glucksenden Geräusch. Was meinst du? Ich dachte, du warst es. Nope. Bomben sind nicht mein Stil. Wen kennst du, der eine Bombe bauen kann? Hey, wo ist Marlboro? Fragte ich. Benjamin nahm seinen Speer, welcher früher mal meine Krücke gewesen war, an die er sein Messer getaped hatte, und fragte. Wer zum Teufel ist Marlboro? Ist noch jemand hier? Marlboro, der andere Angestellte. Ich sah Carlos an, der nur mit den Achseln zuckte und sagte. Ich kenne keinen Marlboro. Wie viele Pillen hast du genommen? Hatte ich mir Marlboro die ganze Zeit nur eingebildet? Habe ich nur Tyler Durden-mäßig diesen Kerl ins Leben gerufen? Ich habe versucht, mich auf die Plane zu setzen, aber ich lag dann nur auf dem Rücken, während sich der ganze Raum drehte. Ich konnte die menschlichen Überreste unter der Plane spüren, während ich meinen Kopf ausruhte. Wie viel von dem Ganzen war überhaupt real? Du weißt, dass du den Verstand verlierst. Ich weiß. Vor all den Jahren versuchte der erste Arzt, mich auf das Leben mit meiner Krankheit vorzubereiten. Es gab nicht so viele andere Fälle vor mir, also wussten sie nicht genau, wie sich alles abspielen würde. Aber jeder Fall hatte zumindest ein paar gleiche Symptome. Da waren natürlich Gewichtsverlust, Müdigkeit, Kopfschmerzen, alle Anzeichen einer normalen körperlichen Krankheit von Anfang an. Mit dem Fortschreiten der Erkrankung würde es mehr interessante Nebenwirkungen geben. Halluzinationen, Gedächtnisverlust, alles Denkbare. Und natürlich kann ich nicht richtig betäubt werden. Bei anderen Fällen haben sie versucht, ein künstliches Koma einzuleiten, aber das hat die Sache nur weiter versaut. Ich bin während Operation immer hellwach und halbwegs klar. Wenn ihr wissen wollt, wie das so ist, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es eigentlich ziemlich langweilig ist. Weißt du was? Normalerweise werden sie ohnmächtig, wenn ich jemandem nur genug wehtue. Der ganze Schmerz und so. Sie gaben mir ein paar Jahre, höchstens. Ich habe die Zeit nicht im Auge behalten. Marlboro kam in den Raum und machte seinen Reißverschluss zu. Vermutlich war er gerade aus dem Klo gekommen. Aber wer weiß das schon wirklich? Ich zeigte auf ihn und rief, der da, seht ihr ihn? Carlos sah, wo ihn ich zeigte, dann zurück zu mir. Was? Du meinst Jerry? Oh, stimmt. Er hat ja einen richtigen Namen. Ich hasse es, wenn er mich Marlboro nennt. Benjamin legte den improvisierten Speer zur Seite und wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Feuer zu. Du bringst ihn besser unter Kontrolle. Du solltest dein Paket öffnen, sagte Spencer. Hey, warte mal, solltest du nicht tot sein? Nun... Solltest du nicht tot sein? Erwiderte er. Touché, Spencer. Mit wem redest du? Fragte Carlos. Spencer, antwortete ich. Hör auf damit, das macht uns ganz kirre. Zwei Kerzen brannten von Anfang bis Ende, bevor Benjamin entschied, dass keine Hilfe auf dem Weg war und es sei unsere beste Überlebenschance, es mit diesen Dingern da draußen aufzunehmen. Ich war anderer Meinung, aber Benjamin informierte mich auf seine höfliche Art, dass es nicht zur Wahl stand. Er machte etwas Platz an der Barrikade, damit wir gerade so nach draußen sehen konnten. Sobald wir wussten, wie die Situation war, konnten wir uns einen besseren Plan ausdenken. Das Problem war nur, dass er noch immer nicht richtig nach draußen sehen konnte. Etwas versperrte die Sicht von der anderen Seite der Glastür. Benjamin zog den Rest der Barrikade herunter und machte zum Bestaunen ein paar Schritte zurück. Nun, das sieht man nicht jeden Tag, sagte Jerry. Nein, sorry, das geht so nicht. Tut mir leid. Er heißt Marlboro. Wir waren in der Tankstelle eingesperrt. Auf der anderen Seite der Türen war ein Geflecht aus Bäumen zusammengewachsen, zu Knoten verdreht und gegen das Glas gepresst. Die Bäume waren so dicht in eine einzige Wand aus Baumstämmen gepresst, dass nicht einmal Licht durchdringen konnte. Soweit wir wissen, hätte draußen helllich der Tag sein können. Wir müssen hier raus, sagte Benjamin. Wir haben die Hintertür überprüft, aber da sah es genauso aus. Ich habe mich oft gefragt, wie lange ein Mensch in der Tankstelle überleben kann, ohne neue Vorräte zu bekommen. Ich hätte das Szenario mindestens 1 Million Mal im Kopf durchgespielt. Was soll man auch sonst an langweiligen Nächten machen? Ich musste das Gedankenexperiment mit tausenden verschiedenen Ausgangssituationen und Variablen durchgehen. Wie lange könnte ich überleben, wenn die Tankstelle in der Zeit zurückversetzt werden würde? Oder auf einen anderen Planeten? Was, wenn es eine Zombie-Apokalypse geben würde? Und so weiter. Was ich mir daher herleiten konnte, war, dass ich unter idealen Umständen 4 Jahre lang von den vorhandenen Vorräten leben konnte,
solange ich eine Wasserquelle auftreiben konnte. 6 Wochen, wenn nicht. Das hier waren keine idealen Umstände. Wir hatten schon fast alle unsere Vorräte zertrümmert, in Waffen verwandelt oder gegessen. Wenn wir wirklich hier drin gefangen waren, würde es nicht lange dauern, bis wir uns gegenseitig essen würden. Während ich im Flur bei der Gefrierkammer darüber nachdachte, hörten wir das Geräusch von splitterndem Glas aus dem Hauptraum. Benjamin hob seinen Speer und ging voraus. Die Baumwand war immer noch auf der anderen Seite der Türen. Unser Durcheinander war immer noch da. Alles war so, wie wir es verlassen hatten, mit einer Ausnahme. Die Plane war zurückgezogen, Spencers Körper war weg und eine Reihe von Fußspuren aus geronnenem Blut führten von der Stelle, an der er sein sollte, zum zersplitterten Glas der Vordertür. Ganz so, als wäre er einfach aufgestanden, dann hingelaufen und dann von den Bäumen absorbiert worden. So, ich will jetzt, dass ihr Jungs ganz scharf nachdenkt, sagte Benjamin. Gibt's einen anderen Weg hier raus? Nun, begann Marlboro, ich schoss ihn einen Blick zu und schüttelte den Kopf, aber ich schätze, er konnte es im schwachen Kerzenlicht nicht sehen. Oder er war einfach zu dicht, um es zu verstehen. Da gibt's dieses Loch. Loch? Welches Loch? Das Loch im geheimen Raum hier hinten, hinter der Gefrierkammer. Geheimer Raum? Ja, hier drüben. Marlboro zeigte auf die leere Stelle an der Wand, an der sich die Tür befanden hatte. Die Besitzer hatten beschlossen, dass das Klügste, was sie tun konnten, als sie von dem geheimen Raum erfuhren, war, die Tür zu entfernen. Sie bauten eine gute alte Wand ein und wollten das alles vergessen. Aber das funktioniert nur, wenn sich auch alle einig sind, alles zu vergessen, Marlboro. Okay, du erzählst mir, also da ist ein geheimer Raum dahinter. Und da ist ein Loch in diesem Raum, in das wir vielleicht hineinpassen und fliegen könnten. Warum habt ihr Jungs mir das nicht schon früher gesagt? Er wartete nicht auf eine Antwort. Benjamin ging direkt an die Wand und begann sie mit seinem Speer zu zertrümmern. Und dann, nachdem er sie ein wenig zerstört hatte, benutzte er seine bloßen Hände. Nach einer Minute war die Wand wieder eine Tür. Während Benjamin ein paar Kerzen anzündete und um das riesige Loch im Boden stellte, packte ich Carlos und zog ihn zur Seite. Hey, sagte ich. Ich sollte dir etwas sagen. Ich habe das Paket geöffnet. Das wie ein Geschenk aussah. Ja, sagte er. Ja, sagte ich. Ich bin mir nicht sicher, wann ich endlich nachgegeben und es geöffnet hatte, aber ich hatte den Inhalt der Schachtel in meiner Tasche für mindestens eine Kerze mit mir herumgetragen. Genau wie beim anderen Paket war wieder eine Notiz dabei. Ich habe nicht erwartet, dass du meinen Brief als Teil der Geschichte benutzt, aber danke. LOL. Ich hatte nichts dagegen, dass du ihn benutzt hast. Das war cool. Ich mocht's. Ich war sehr überrascht. Danke. Ich mag deine Geschichten und mir war von Anfang an klar, dass es was Großes sein könnte. Deswegen habe ich geschrieben, was ich geschrieben habe. Ich war überrascht, dass du meinen Brief benutzt hast, auf eine gute Art und Weise. LOL. Danke, ich fühle mich wirklich geehrt. Unter diesem Brief befand sich eine kleine Handfeuerwaffe. Ich wusste genug über Pistolen aus Videospielen, um zu wissen, wie man den Clip überprüft. Und tatsächlich war sie geladen. Ich zeigte die Waffe Carlos, der daraufhin meinte, das ist eine Roger 380. Ist das gut? Ja, das ist eine Knarre. Das Ding hat also vermutlich mehr Potenzial, etwas aufzuhalten als ein Stuhlwein. Warum hast du sie nicht ihm gegeben? Carlos zeigte auf unseren furchtlosen Anführer. Ich kenne oder vertraue ihm nicht. Gutes Argument. Hier, sagte ich. Ich bin kein Waffennarr. Auf keinen Fall, Mann. Du behältst die. Der hat noch feine Weine. Du brauchst sie mehr als ich. Benjamin rief uns aus dem geheimen Raum. Ja, seid ihr jetzt bereit oder was? Zeit, um zu sehen, was hier unten ist. Dann sprang er rein. Ich hatte es vielleicht versäumt zu erwähnen, dass es ein 3 Meter langer Fall bis zum Höhlenboden war. Ich hatte auch ein wenig Freude an dem Geräusch von seiner Bruchlandung und dem anschließenden Gejammer. Der Rest von uns nahm eine Plane, rollte sie zusammen und machte ein paar Knoten rein, um die kümmerliche Version einer Strickleiter zu bekommen. Ich muss das dem Plan schon lassen. Die Teile sind echt nützlich. Wir hatten stundenlang oberirdisch in einem Raum mit einem toten Körper, ungekühltem Essen und Benjamins Körpergeruch verbracht. Wir hatten Dosenbohnen gegessen und ich glaube, jemand hat sich in den Mülleimer übergeben. Der Punkt ist, wir rochen alle ziemlich schrecklich. So schrecklich, dass ich sogar fast glaube, dass ich meinen Geruchssinn verloren hatte. Als wir jetzt das Loch herunterkletterten, wurde mir klar, dass wir gar nicht so schlecht rochen. Das Zeug da unten machte unseren Tankstellenmief zu einem Eau de Cologne. Die schlimmsten, übelerregendsten Gerüche von der Regenrinne waren nichts im Vergleich zu dem hier. Ist es möglich, dass ein Geruch schwer sein kann? Weil das ist das beste Wort, mit dem ich das beschreiben kann. Nicht dicht, sondern einfach nur schwer. Carlos und Marlboro übergaben sich abwechselnd und als sie fertig waren, verteilte Benjamin die Fackeln, die er aus dem mit Benzin getränkten Lumpen und Stuhlbein gemacht hatte. Ich weiß nicht, was mit dem Typen los ist, aber er ist ein geborener Handwerker.
Die Höhle war ein gerader Tunnel, der unter der Tankstelle begann und von der Stadt wegführte. Er war hoch genug, damit wir alle bequem stehen konnten, und es gab eine leichte Neigung, die dafür sorgte, dass wir uns weiter nach unten bewegten, als wir den Tunnel entlang gingen. Was zum Teufel ist das? Fragte Benjamin nach etwa 7 Metern. Er wedelte mit seiner Fackel vor der Wand und ich sah, dass jemand eine Nachricht in Rot auf die Höhlenwand gesprüht hatte. Diese lautete in wackeliger Handschrift: Rita the Raccoon ate the Cocoon. Ich sagte es ein paar Mal in meinem Kopf auf und ich war angepisst, wie nah dran es war, sich zu reimen und es nicht tat. Wie bei einem Lied, das eine halbe Note daneben war. Die Handschrift kam mir seltsam vertraut vor. Insbesondere das große R. Aber ich konnte mich nicht erinnern, warum. Oh, und da war noch ein weiterer Gartenzwerg auf dem Boden davor. Wir gingen weiter durch die Höhle mit Benjamin weit vor uns. Ich war hinten und humpelte, so gut es ging, mit einer einzigen Krücke hinterher. Je tiefer wir kamen, desto enger wurde der Gang und desto stärker wurde der Geruch. Hier unten, weg von der Tankstelle zu sein, fühlte sich in keinster Weise wie eine Verbesserung an. Aber es dauerte, bis wir den Baum erreicht hatten, dass ich der Auffassung war, dass wir wirklich einen Fehler gemacht haben. Ich weiß nicht, wie weit wir bereits da unten gekommen waren. Vielleicht eine halbe Meile oder so? Krückenmeilen fühlen sich viel länger an als normale Meilen. Aber schließlich stießen wir auf einen riesigen schwarzen Baum, der die ganze Breite der Höhle einnahm und der wie einer dieser 1000 Jahre alten Mammutbäume aussah. Groß genug, dass eine 2-spurige Straße darauf Platz hätte. Heilige Scheiße, brachte Benjamin hervor. Ich war der Letzte, der sah, warum alle so große Augen machten und was sie angafften. Der Baum war nicht nur riesig, sondern hatte auch einige Eigenschaften, die ihr nicht so von einem Baum erwarten würdet. Insbesondere die menschlichen Körperteile. Ein paar Arme und Beine ragten an zufälligen Stellen heraus und genau auf Augenhöhe war ein menschliches Gesicht. Hey, sagte Marlboro, ich kenne den Kerl, das ist Patrick. Er berührte Patricks Gesicht und er schälte sich ab und fiel zu Boden wie eine nasse Halloween-Maske. Ich glaube nicht, dass es überleben wird, sagte Benjamin, als er etwas aus seiner Jackentasche zog und es an dem Baum klebte. Was ist das? Fragte ich. Überraschenderweise war es Marlboro, der antwortete. Das sieht für mich wie C4-Plastiksprengstoff aus. Benjamin kicherte. Wow, du gewinnst den ersten Preis dafür, Rain Man. Ja, es ist der letzte Rest meiner Sprengstoffvorräte. Wir haben die ganze letzte Woche versucht, dieses Ding Stück für Stück zu töten, aber es wächst einfach immer wieder nach. Muss das Wurzelnetzwerk zerstören, alles in die Luft sprengen und das Körn töten, damit das restliche Netzwerk abstirbt. Das warst du, der die Bombe in der Tankstelle gelegt hat, sagte ich. Ja, nur damals sagte ich, das Gebäude war das Epizentrum dieser ganzen Sache. Hey, unterbrach Carlos. Jack war noch in dem Gebäude, als du es platziert hast. Ich weiß. Leute? Marlboro versuchte, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, aber es hat nicht funktioniert. Du wusstest es? Er wäre gestorben, wenn das Ding losgegangen wäre. Leute? Also, Arschgeigen. Das hier ist Krieg. Und im Krieg gibt es immer Verluste. Man kann keine Erdnussbutter machen, ohne ein paar Nüsse zu zerschlagen. Leute? Was? Schrie Benjamin. Ich bin hier etwas beschäftigt. Marlboro zeigte den Weg zurück, wir alle drehten uns um und sahen Spencer in der Mitte des Ganges stehen. Ein böses Lächeln auf seinem Gesicht. Hi, habt ihr mich vermisst? Carlos schrie mich an. Jack, die Waffe! Ich zog die Waffe aus meiner Tasche und warf sie so fest ich konnte. Sie schlug Spencer direkt ins Gesicht und er fiel um. Ich war für 2 Sekunden sehr stolz auf die Leistung, bis ich erkannte, was ich falsch gemacht hatte. Was als nächstes passierte, geschah fast zu schnell, um es zu verstehen. Irgendetwas platzte aus der Wand direkt neben uns. Ein riesiges Objekt, so groß wie ein Auto und handförmig, wickelte seine riesigen Finger um die anderen 3 und zog sie in die Wand. Und dann war ich am Fallen. Die Erde hatte sich unter mir geöffnet und ich rutschte durch einen dunklen Tunnel. Nein, ich wurde vielmehr gezogen oder mehr wie verschluckt, wenn ich darüber nachdenke. Es ging eine Weile lang so. Dreck füllte meine Nase, Ohren und Mund und dann spuckte es mich in einen pechschwarzen Raum auf ein felsiges, nasses Stück Erde aus. Ich landete auf meinem kaputten Bein und brach es wohl noch einmal. Nun, zumindest habe ich es dieses Mal geschafft, Spencer zu treffen. Was letzte Momente auf Erden angeht, war das hier eine leichte Verbesserung zu letzter Woche. Der Raum, in dem ich war, war kühl, nicht kalt und katakombig. Ich konnte meinen Atem von den Wänden hallen hören. Ich konnte auch noch etwas anderes atmen hören. Ich wurde mir auf einmal einer anderen Präsenz dort unten bewusst. Es ist in etwa so schwer zu erklären, wie wenn man direkt nach dem Aufwachen versucht zu erklären, was in einem Traum passiert ist. Das ist etwas, das man erlebt haben muss, um es zu verstehen. Aber das Gefühl war so etwas wie in ein gemeinsames Bewusstsein eingeklinkt zu werden.
mit einer anderen Intelligenz, die ihre Gedanken direkt in meinen Kopf setzen konnte. Natürlich könnten es nur die ganzen Drogen gewesen sein. Willkommen in meinem Haus, sprach eine laute Stimme von irgendwo im pechschwarzen Raum. Es tut mir leid, dass es so lange gebraucht hat, uns zu treffen. Ich kann nichts sehen. Ja, welchen Teil von dunkler Gott verstehst du nicht? Na scheiße. Ich bin im Thronsaal des dunklen Gottes und er klingt wie ein Internet-Troll. Ich schätze, das ergibt Sinn. Ich sollte die Sache wohl über mich bringen. Könntest du vielleicht ein paar Lichter anmachen, damit ich sehen kann, mit wem ich spreche? Er seufzte sehr menschlich und rief: Na gut. Aus dem Nichts verwandelte sich der ganze Raum in ein intensives, wütendes, helles Weiß. Alles, was ich sehen konnte, war reines Licht. Ich bedeckte meine Augen, aber selbst dann konnte ich die Knochen meiner Hände durch meine Augenlider sehen. Selbst mit den Medikamenten tat das weh. Zu hell, zu hell! Ich schrie. Mach irgend so ein Mittelding. Wow, antwortete die Stimme. Ich wusste nicht, dass du dich wie so ein großes Baby anstellen würdest. Und dann, ebenso plötzlich, ließ die Helligkeit nach. Und nach einem Moment stellten sich meine Pupillen ein und ich konnte sehen, mit wem ich bis jetzt gesprochen hatte. Seht, rief er, und zittert vor dem dunklen Gott. Er, sofern es ein Er war, ich richte mich hier einfach nach dem Klang der Stimme, war etwa so groß wie ein Elefant. Geschwollen und rund mit einer gebräunten gelben Haut. Das beste Tier, dem er ähnelte, wäre wohl eine riesige Zecke mit 6 Reihen von Stummelarmen auf beiden Seiten, 6 Reihen von hängenden Brüsten und einem menschengroßen Kopf auf der Oberseite. Dieser hatte ein etwas menschliches Gesicht und keinen Hals. Der Körper war an der breitesten Stelle des Bauches mit dem Boden verbunden, ganz so, als wäre es halb vergraben. Und um der ganzen Sache die Krone aufzusetzen, hatte das Ding einen roten Iro. Er lächelte mich an. Na, was denkst du? Über was? Meine Haare. Ist das nicht toll? Er schaute zu seinem Irokesen auf. Ich glaube schon. Du glaubst schon? Hast du eine Ahnung, wie sehr ich mich anstrengen muss, mein Haar so herzurichten? Weißt du was? Nein, schon in Ordnung. Ich hätte meine Zeit nicht damit verschwenden sollen, dich zu beeindrucken. Das ist meine Schuld. Okay, sagte ich und versuchte aufzustehen, nur um mich daran zu erinnern, dass mein Bein ziemlich gebrochen war. Ich war also unbeweglich, unter der Erde, high und ohne Waffen. Es gab wirklich keine Möglichkeit, hier abzuhauen. Wenn du mich schon umbringst, würdest du dir was ausmachen, die Sache hinter dich zu bringen? Was ist los mit euch Leuten? So misstrauisch, so vorurteilsbehaftet. Warum denkt ihr immer, wenn ihr etwas seht, das ihr nicht versteht, dass es euch töten wird oder ihr es töten müsst? Ich bin nicht das Monster hier. Ihr seid es. Ich kann in eure Seele sehen. Ich habe eure Sünden gesehen. Erinnerst du dich an die Zeit, als du 15 warst und das Auto des Schuldirektors zerkratzt hast? Nein. Wirklich? Vielleicht warst du das nicht. Menschen sehen alle gleich aus. Warum bin ich hier? Warum hast du mich in den Untergrund geschleppt? Weil ich keine andere Möglichkeit finde, um mit dir zu reden, Jack. Und ich wollte dir sagen, dass du aufhören sollst, meine Kinder zu töten. Du hast so viele von uns verbrannt und was haben wir dir je getan? Die Kieferpflanzen? Ja, nur Backups, weil dieser Idiot so ungeschickt ist. Sie sind harmlos. Ich habe versucht, ein paar Leute ins Amt zu bringen, damit ich in dieser schrecklichen Stadt als politischen Einfluss bekomme. Um die Welt zu erobern? Fragte ich, obwohl ich anfing zu sehen, wohin dieses Gespräch führte. Nein, ich will den Stadtrat drängen, die Abholzung einzuschränken. Ich versuche, die Welt zu retten. Aber du und deine schrecklichen Freunde töten uns und versuchen, mich in die Luft zu jagen. Aber Spencer, er hat mich zusammengeschlagen. Der Kerl ist schrecklich und er befolgt deine Befehle. Also, Entschuldigung, dass ich glaube, dass man Leuten eine zweite Chance geben sollte. Ich habe Spencer angehört, weil ich jemanden brauchte, der Kiefer beschützt. Und ich habe ihm ganz konkret befohlen, niemanden zu töten. Er hat dem zugestimmt. Aber du hast Tonnen von Menschen getötet. Die Kultisten, ihr ganzes Gelände. Ja, eigentlich ja nicht. Ich hasse es, derjenige zu sein, der das sagen muss, aber diese Typen haben sich selbst umgebracht. Ha, es war ein wirklich trauriger Massenselbstmord. Aber wenn ihr ihn zugehört habt, glaube ich, war es ziemlich offensichtlich, dass es so kommen würde. Ich meine, Konsequenzialismus kombiniert mit einer moralischen Verpflichtung, Leiden zu beenden? Pff, bitte.
Er wedelte einen seiner sechs Arme in einer Masturbationsbewegung und fuhr fort. Ich wollte nicht, dass all diese perfekt geformten, erwachsenen Körper vor die Hunde gehen. Weißt du überhaupt, wie schwer es ist, einen davon von Grund auf neu zu machen? Ziemlich schwer. Aber du hast uns diese Dinge an der Tankstelle auf den Hals gehetzt. Und schon wieder dieser egozentrische Heldenkomplex. Es ging nie um dich. Ich habe meine Kinder losgeschickt, um Spencers Körper zurückzuholen. Ich hatte gehofft, ich könnte ihn rechtzeitig nach Hause bringen, ihn reparieren, bevor es zu bleibenden Hirnschäden kommt. Ich denke, das nächste Mal, wenn du ihn siehst, solltest du dich dafür entschuldigen, was passiert ist. Ich sag's dir, seitdem Romero Zombies cool gemacht hat, müssen Leute nur einen Toten sehen, der wieder zum Leben erwacht ist, und sofort bekommen sie diesen Drang zu töten, töten, töten. Was ist daraus geworden, sowas ein Wunder zu nennen? Niemand ist ausgerastet, als Jesus zurückkam. Willst du damit sagen, dass Jesus wie diese Mathematisten war? Nur eine wiederbelebte Leiche? Willst du wirklich darüber reden, Jack? Aber bedeutet dunkler Gott nicht böse? Er seufzte. Als ich das letzte Mal wach war, hatte dunkler Gott eine ganz andere Bedeutung. Aber du kannst mein Branding nicht als Entschuldigung benutzen, um Kiefer zu verbrennen. Wenn du mich fragst, hast du die Trachtprügel mehr als verdient. Aber ich suchte nach Beweisen, dass der dunkle Gott das Monster war, von dem ich wusste, dass er es war. Aber das Einzige, was mir einfiel, war eine traurige, eiskalte Erkenntnis. Wir sind die Monster? Ich fürchte ja. Es tut mir leid. Gut, das ist ein Anfang. Das ist es also? Du bist der Grund für all das seltsame Zeug, das hier in der Tankstelle vor sich geht? Er lachte wieder und wackelte mit dem Kopf, was ich für seine Version eines Neins hielt. Nein, ich will ehrlich zu dir sein. Ich habe keine Ahnung, was die Hälfte davon da draußen ist. Deine Tankstelle ist seltsam und selbst ich weiß nicht warum. Die Handpflanzen und Kiefers waren ich. Der Geruch, ich gestehe es, das bin ich auch. Aber all das andere Zeug, Mann, es macht mich verrückt. Weißt du, dieses seltsam glühende Wurmwanzending, das war ziemlich seltsam, oder? Also, was machen wir jetzt? Ich schicke dich und deine Freunde nach Hause und du hörst auf, mich zu töten. Das ist mein Deal. Können wir uns darauf einigen? Ja, ich denke schon. Gut. Sollen wir darauf die Hände schütteln oder? In diesem Moment brach eine riesige Hand aus der Wand und wickelte ihre Finger fest um mich. Und das nächste, was ich wusste, war, dass ich auf allen Vieren auf der Straße vor der Tankstelle lag und Dreck aushustete. Es war morgens. Oh gut, sagte Benjamin. Du hast es auch geschafft. Ich schaute hinüber und sah die anderen drei dort stehen, bedeckt mit schwarzem Dreck. Ich war wieder da, wo es angefangen hatte. Die Bäume waren alle verschwunden, ohne ein Zeichen zu hinterlassen, dass sie überhaupt je da gewesen waren. Die Tankstelle war ein Wrack. Die Vordertüren waren zerschmettert und die Waschbären waren auf Beutezug und packten alles Essbare, was sie finden konnten, um es in ihr Nest zu bringen. Was passiert, Mann? Fragte Carlos. Ich bin mir nicht sicher, antwortete ich und holte die Dreckklumpen aus meiner Nase und meinen Ohren. Nun, du hast Glück. Deine Freunde haben mich ein paar Minuten warten lassen, um dir eine Chance zu geben, rauszukommen. Ich schaute auf meine Hände. Sie waren fast schwarz von all den Schichten aus Dreck, die sie bedeckten. Worauf warten? Fragte ich. Dafür, antwortete Benjamin, als er den Knopf an seinem Fernzünder drückte. Irgendwo tief im Wald gab es eine Explosion, die die Erde erschütterte und die Vögel in den Himmel hochfliegen ließ. Carlos' Autoalarm ging los und der Bürgersteig riss. Eine schwarze Wolke begann langsam den Himmel zu füllen und ich fühlte etwas in meinem Kopf schreien und sterben. Mein Geschäft ist hier getan. Wenn es dir nichts ausmacht, werde ich mich aus dem Staub machen, bevor die Bullen auftauchen. Dann ging er in den Wald und wir werden ihn hoffentlich nie wieder sehen. Und das ist alles, was passiert ist. Auch wenn ihr es nicht glaubt, aber ich bin wieder an der Tankstelle und arbeite. Arnold ist von der Polizei beurlaubt worden auf eigenen Antrag und ich wollte nicht nach Details fragen. Also haben wir jetzt einen neuen Deputy, der uns babysittet. Ich erzähle euch ein anderes Mal alles über sie. Die Polizei untersuchte den Vorfall und beschloss, dass wir alle Opfer einer durch einen Gasleck verursachten Hysterie gewesen sind. Wieder einmal nichts Übernatürliches zu berichten. Ich weiß nicht, ob dies das Ende für den dunklen Gott war, aber ich weiß, dass ich keinen Zwang verspürt habe, weiter zu graben, seit Benjamin diesen unterirdischen Baum in die Luft gejagt hat. Die Dinge kehren langsam wieder zu unserer Art von Normal zurück. Ich arbeite immer noch viel zu viel, ich führe immer noch Tagebuch und es passieren immer noch seltsame Dinge an der heruntergekommenen Tankstelle am Rande der Stadt. Erst gestern haben die Leute angefangen zu berichten, dass sie im Wald etwas gesehen haben, das aussah wie ein riesiger Waschbär mit Fledermausflügeln, der kleine Tiere gerissen hat, bevor er in den Wald davonflog. Sie haben sogar gesagt, dass dieses Waschbärmonster im Dunkeln leuchtet. Marlboro kam gerade auf mich zu und fragte, »Du weißt, dass ein Typ im Klo ist, der wie ein Cowboy angezogen ist?« Ich versicherte ihm, dass ich das nicht wusste.
Das ist vielleicht das letzte Update für eine Weile. Es wird eine Menge Arbeit sein, diesen Ort wieder zusammenzusetzen und ich habe eine ganz neue Crew von Teilzeitkräften zu trainieren, also bis zum nächsten Mal. Jack. Einer der wenigen Vorteile, mit einer seltenen, unheilbaren Krankheit zu leben, ist die Sache, dass nichts jemals wichtig genug erscheint, um sich Stress deswegen zu machen. Ich spreche aus meiner eigenen begrenzten Erfahrung und ich würde euch deshalb keineswegs empfehlen, raus in die Welt zu gehen und euch mit eurer eigenen, seltenen, unheilbaren Krankheit anzustecken, falls ihr noch keine haben solltet. Was aber meinen Fall angeht, so konnte ich mich schon früh mit der Realität meiner Vergänglichkeit abfinden. Vor der Diagnose, als ich noch ein Teenager war, machte ich mir manchmal Sorgen darüber, dass ich meinen eigenen Erwartungen an das Erwachsenensein nicht gerecht werden würde. Was absurd ist, wenn man bedenkt, dass die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, die Hauptstadt niedriger Erwartungen ist. Ihr einziger Ruhm kommt daher, dass sie die Heimat einer berühmten blutigen Bürgerkriegsschlacht war und der Ort ist, an dem es einmal Frösche geregnet hat. Fragt nicht. Es ist nicht so interessant, wie es klingt. Ich arbeite an der 24 Stunden geöffneten Tankstelle in der Nähe des Waldes am Rande der Stadt. Und was Arbeitsplätze angeht, so ist das hier nicht der beste, aber auch nicht der schlechteste. Zu wissen, dass ich nicht mehr so lange hier sein werde, wirkt sowieso jeden Ehrgeiz, die Karriereleiter zu erklimmen, erst einmal ab. Einige Tage hier vergehen ganz ohne Zwischenfälle und rücken die Welt einen Schritt näher ans Nirvana oder was auch immer. Das sind meine Favoriten, wenn ich eine ganze Schicht damit verbringen kann, ein Buch zu lesen und mich um meine eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Ich muss keinen Berg besteigen oder den Grand Canyon besuchen, um zu wissen, wie sich Zen anfühlt. Ruhe ist für mich eine stille, leere Tankstelle um 4 Uhr morgens. Natürlich sind einige Tage nicht so ereignislos. Ich habe unhöfliche Kunden, betrunkene, bösartige Waschbären, die auf das chaotisch-böse Spektrum des D&D-Alignments fallen. Eine Handvoll bewaffneter Raubüberfälle und einige andere Dinge erlebt, welche ich nur als seltsam bezeichnen kann. Gestern war so ein Tag, der in die letztere Kategorie fällt. In den Wochen davor ging es hier geschäftiger zu als sonst. Einige Beamte der Jagd- und Fischereibehörden der benachbarten Städte sind ziemlich häufig durch die Wälder patrouilliert und unsere Tankstelle ist meilenweit der einzige Ort, um Benzin oder Kaffee aufzufüllen. Ich weiß nicht, worum es bei dem ganzen Getöse ging, aber ich schätze, alle sind etwas nervös, seitdem die Kühe verstümmelt wurden. Ah, okay. Vielleicht ist es etwas übertrieben, von verstümmelt zu reden. Jemand hat sich auf die Bauernhöfe geschlichen und die Kühe kahl rasiert. Wer weiß schon warum. Kleinstädte können ziemlich langweilig sein. Ich wusste nicht, wie viel Uhr es war, da ich das nie im Auge hatte, aber es war gegen Ende meiner Schicht und mitten in der Nacht, als der Hirsch seinen Kopf durch die Tür in die Tankstelle streckte. Ich war gerade fertig mit meinem Buch und hatte auf meinem Handy nach dem Wetter geschaut, als es passierte. Die Glastür öffnete sich sanft und ein großer Achtender blickte langsam ins Geschäft und schaute von einer Ecke zur anderen. Seine Nasenlöcher weiteten sich bei jedem Schnüffler. Er hörte auf, sich zu bewegen und blickte mich mit seinen riesigen schwarzen Augen direkt an. Ich blieb regungslos stehen und legte nur mein Handy zur Seite, weil das hier wesentlich interessanter war als der Schneesturm, der uns in den nächsten Tagen erreichen könnte. Wir starrten uns nur noch etwas länger an, bis der Hirsch schließlich die Tür komplett aufstieß und ein Stück hereinkam. Wie auch immer ihr euch die Sache gerade in euren Köpfen vorstellt, ihr liegt daneben. Und ich weiß, es ist meine Schuld, da ich euch ja die Geschichte erzähle, also tut mir leid. Aber es gibt einige entscheidende Dinge, die ich euch nicht über den Hirsch erzählt habe. Erstens befand sich der Kopf des Hirsches etwa auf 2 Meter Höhe und zweitens konnte ich durch das Glas der Vordertüre sehen, dass der Hirsch aufrecht stand. Von der Geweihkrone bis zum Becken sah der Hirsch genauso wie jeder andere normale Weißwedelhirsch aus, die ich bisher im Wald oder am Straßenrand gesehen hatte. Hellbraunes Fell, langer Hals, verwirrter Blick. Aber mit den Hinterbeinen verwandelte er sich in etwas anderes. Wenn känguruisch ein Wort wäre, würde ich seine Beine känguruisch nennen. Er trat mit einem känguruischen Fuß in den Laden und wartete ganz so, als würde er sicherstellen wollen, dass der Boden nicht unter ihm wegbricht. Als es nicht so weit kam, setzte er den nächsten Fuß nach vorne.
Die Tür schloss sich hinter ihm und der Hirsch ging durch die Gänge der Tankstelle. Sein Geweih verfehlte nur um Millimeter die Leuchtstoffröhren, die von der Decke hingen. Beim Schichtwechsel hatte der andere Angestellte etwas Interessantes gesagt, aber ich hatte mir zunächst nichts dabei gedacht. Ich hatte gerade den Schlüssel für den Tresor entgegengenommen, als Jerry, der einzige andere Vollzeitangestellte wohlgemerkt, der, wie ich von einer vertrauenswürdigen Quelle gehört hatte, ziemlich angefressen war, seitdem sein Kult verschwunden war und einen Massenselbstmord veranstaltet hatte, ohne ihn einzuladen. Bevor Jerry also die Tankstelle verließ, sagte er mir, dass die Verzögerung immer schlimmer werde und es vielleicht an der Zeit wäre, etwas dagegen zu unternehmen. Ihr müsst nämlich wissen, dass etwas mit dem Spiegel in der Tankstellentoilette nicht stimmt. Es gibt eine Verzögerung in der Reflexion, um etwa eine halbe Sekunde. Manchmal, bei schlechtem Wetter, wird diese noch länger. Wir hatten eigentlich geplant, den Spiegel auszutauschen, aber hatten es dann nicht gemacht, weil wir faul und spiegelteuer sind. Und außerdem, wie wichtig ist es überhaupt, eine genaue Reflexion zu sehen? Das ist ein Tankstellenklon, kein Salon. Das war aber nicht das Seltsame, was er mir erzählt hatte. Nein, die seltsame Sache war, dass etwas früher am Abend ein Mann vorbeigekommen war, der Jäger-Tarnkleidung getragen hatte, seine Nummer hinterlassen und Jerry gesagt hatte, dass es zwingend erforderlich sei, dass er ihn kontaktiere, falls wir etwas Ungewöhnliches sehen sollten. Ich hatte seine Aussage als zu vage abgetan, um überhaupt Sinn zu ergeben. Was soll an dieser Tankstelle hier schon ungewöhnlich sein? Eine Sonnenfinsternis? Ein aufrechtgehender Hirsch? Ein ganz normaler Tag? Außerdem, ich arbeite nicht für den Kerl und wenn er nach dieser Hirschkreatur sucht, dann wird er sie schon alleine finden. Ich beobachtete den Hirsch, wie er langsam auf das Regal mit den Chips zuging, seine Schnauze hineinsteckte und gefräßig schnüffelte, bevor er wieder einen Schritt zurückging und sich nochmal im ganzen Laden umsah. Seine Arme oder Vorderbeine, ich bin mir nicht ganz sicher, baumelten an seinen Seiten mit gespaltenen Hufen, als er nun zum Getränkekühlregal hinüberging. Er klopfte ein paar Mal mit seinem Geweih gegen das Glas, bevor er herausfand, wie man die Tür an der Seite öffnen konnte. Es war in etwa so, als würde man einem Kleinkind dabei zusehen, wie es versucht, ein Rätsel zu lösen. Am Anfang war es lustig, aber dann nach kurzer Zeit nur noch frustrierend. Ich wäre fast aufgestanden, um ihm zu helfen, bevor er schließlich zum Glück seine Handzehe, Spaltzehe, Fußfinger um den Griff legte und die Tür einen Spalt öffnen konnte. Ich musste mir ein Lachen verkneifen, als der Hirsch an einer Flasche Wasser herumfummelte und es kaum schaffte, diese aus dem Regal zu ziehen. Er steckte das obere Ende schließlich in seinen Maul und kaute so lange auf dem Deckel rum, bis die Flasche aufging. Der Hirsch lehnte seinen Kopf mit der Flasche, die aus seinem Mund ragte, zurück und starrte mich direkt an, als er die ganze Flasche in einem großen, kontinuierlichen Schluck leer trank. Als nächstes schlenderte der Bock zur Kaffeemaschine und schnüffelte an ihr. Der Geruch war wohl nicht ganz seins, da er sich aufbäumte und heftig seinen Kopf schüttelte. Wahrscheinlich war das auch besser so. Schließlich beendete er seine Runden, ging auf mich zu und blieb am anderen Ende der Theke stehen. So nah konnte ich die Kreatur riechen und überraschenderweise roch er nach Traubensaft. Er klopfte ein paar Mal mit den Hufen, Fingern, Hände auf die Theke. Dann blickte er zurück zu dem Ort, an dem er die Wasserflasche fallen gelassen hatte und dann zu mir. Okay, sagte ich. Er klopfte wieder auf die Theke, also tippte ich den Code für eine Flasche Wasser in die Kasse. Das macht 89 Cent. Der Hirsch trat einen Schritt zurück und blickte an sich selbst hinunter. Dann fing er seinen Körper dort zu streicheln, wo seine Taschen sein würden, wenn er eine Hose getragen hätte. Dann sah er zu mir auf und blinzelte ein paar Mal. Du bringst mich hier echt in eine unangenehme Situation, sagte ich. Da fing die Kreatur an, ein seltsames, tierisches Geräusch zu erzeugen, dessen Klang ich nur als eine Kombination aus Esel und Delfin beschreiben kann. Ich weiß nicht, was das heißen soll, erwiderte ich über seine Geräusche hinweg. Aber dann wurde er einfach immer lauter und warf seinen Kopf zurück und schrie diesen seltsamen Ruf in Richtung Decke. Ich weiß nicht, was du mir sagen willst, rief ich. Ich spreche keinen Hirsch. Die Kreatur warf ihren Kopf wieder nach vorn und kotzte einen grünen, nassen Klumpen auf die Theke vor mir und dann war er still. Ich sah mir den Haufen an. Der Hirsch sah den Haufen an. Der Hirsch sah mich an, dann wieder auf den Haufen. Oh, ich streckte die Hand aus und packte den Klumpen an der Ecke.
Tatsächlich hatte der Hirsch gerade einen schleimbedeckten 1-Dollar-Schein ausgehustet. Okay. Ich wischte den Schleim mit einem Lappen ab, den ich für den Fall, dass etwas verschüttet wird, an der Kasse herumliegen hatte, und steckte dann den Schein in die Kasse zu dem anderen Geld, bevor ich 2 Nickel und 1 Penny herausfischte, welche ich dem Hirsch anbot und dieser prompt aus meiner Hand aß. Er drehte sich zur Tür um und wedelte ein paar Mal mit seinem Schwanz in meine Richtung, bevor ich die seltsame Szenerie vor dem Laden bemerkte. Mindestens ein halbes Dutzend anderer Hirsche und Rehe waren da draußen. Jeder von ihnen stand auf 2 känguruischen Füßen und starrte mich an. Es war ein weiterer Hirsch, eine Hirschkuh und mindestens ein Kitz, nur 1,20 Meter groß. Der Bock kämpfte einige Sekunden lang, damit die Tür aufzubekommen. Willst du, dass ich dir... Bevor ich aussprechen konnte, hatte er die Tür weit genug offen, um hinausschlüpfen zu können. Danach gingen sie dann alle stolz in Richtung Waldgrenzen davon. Erst etwa 5 Minuten später kam mir in den Sinn, dass ich ein Bild oder so hätte machen sollen. Aber ich schätze mal, dass das so ganz ohne Beweis einfach zu einer weiteren merkwürdigen Geschichte werden wird, die mir sowieso niemand glaubt. Ich wühlte ein bisschen in meinem Rucksack, bis ich ein Buch fand, welches ich noch nicht gelesen hatte, und öffnete es auf der ersten Seite. Es verging mindestens 1 Stunde, bis der nächste Kunde in den Laden kam.